Hallo und herzlich willkommen zur Querfeldein-Diskussionsrunde in der Themenwoche Wege in die Fotografie. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und wir sprechen heute über folgende Themen. Wir möchten heute besprechen, wo Vor- und Nachteile im jeweiligen Ausbildungsweg stecken. Wir möchten herausfinden, warum es so viele Vorurteile zwischen den verschiedenen Ausbildungswegen gibt. Und als letztes möchten wir überprüfen, ob es auch einen Konsens gibt in der Frage, wie Fotografinnen während und nach der Corona-Krise am besten neu auf den Markt kommen können oder überhaupt bestehen können. Wir hatten eigentlich vor, genau dieses Gespräch auch schon an dem Abend zu machen, wo wir die anderen Gespräche aufgenommen haben. Das war leider logistisch nicht möglich, denn wie ihr seht, sind wir jetzt auch nicht an einem Ort, sondern mit Sicherheit und Abstand jeweils, ich gehe davon aus, zu Hause oder unterwegs im Büro, mit mir hier sind Martina Zier, die das Handwerk repräsentiert. Hallo. Dann Christoph Bangert, der für die Hochschulen repräsentativ da ist. Und als nächstes Oliver Rausch, der ein privates Institut, nämlich die Fotoakademie Köln, stellvertretend für alle privaten Institute, die es in Deutschland gibt, repräsentiert. Und als letzter Christian Ahrens, der alle Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen repräsentiert. Schön, Wow. dass ihr alle da seid und euch die Zeit genommen habt. Hallo. Beginnen wir direkt, Martina. In den Gesprächen mit den anderen Kollegen ist zwischen den Zeilen immer mal wieder angedeutet worden, dass die handwerkliche Fotografie nicht inhaltlich genug sei und man selbst im Kern der Ausbildung, nämlich im Handwerk, manchmal nicht gut ausgebildet wird. Das heißt, beim Lichtsetzen, im Umgang mit der Technik. Was hast du dem zu entgegnen? Das kann schon vorkommen. Das ist immer von zwei, naja, sagen wir mal drei Komponenten im Handwerk natürlich abhängig. Das ist zum einen die Ausbildungsfirma, die ihren Teil dazu beitragen muss. Zum anderen ist es die Schule. Die sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Und wir haben ja einmal im Jahr dieses Prüfungsausschusstreffen in Kassel. Da sind dann auch viele Schulen dabei. Und da ist man schon zum Teil mal erstaunt, wie und nach welchen Inhalten Schulen unterrichten. Und die Kritik ist auch gerechtfertigt, dass man da sagt, na ja, die sind zum Teil ein bisschen hinten dran. Das kann ich aber für uns überhaupt nicht sagen. Ich kann das zum Beispiel auch für die Berufsschule in Kiel nicht sagen. Wir sind vorne mit dabei und bei uns ist es sehr inhaltlich, bei uns ist es sehr am Puls der Zeit auch. Wir sind da sehr bemüht und arbeiten auch alle zusätzlich noch als Fotografen eigentlich, sodass wir da auch gucken, was geht. Also es ist die Frage, wo geht man zur Schule? Das muss man sich auch aussuchen. Das ist natürlich betriebsabhängig. Und dann ist natürlich die Eigenmotivation die große Frage. Also am Ende, wenn einer nicht will oder meint, es wäre wie im Supermarkt, er greift in ein Regal und wäre dann schon schlau. Das ist halt nicht so, sondern man muss ganz viel dafür tun. Das hatten wir ja auch bei den Gesprächen. Man muss brennen dafür, sonst hat es, egal welchen Weg du wählst, keinen Sinn. Oliver, wenn du sowas hörst, geht dann direkt bei dir schon der Puls, also dass es okay sein kann, dass man, wenn man quasi an eine öffentliche Ausbildungsstätte geht, dass man dann auch schlecht ausgebildet wird? Martina wird mir ins Gesicht springen, aber ich selbst halte tatsächlich nicht so wahnsinnig viel von der Ausbildung. Das hat einfach ja, praktische Erfahrungen. Und es mag vielleicht auch tatsächlich die gute Ausnahmen geben, aber wir haben Absolventen, die, wenn sie denn an staatlichen Stellen Festanstellungen haben wollen, dann gilt unsere Ausbildung nicht. Das ist das einzige, wo ein Nachteil ist. Also wenn man Professor werden will, geht das nicht, wenn man bei uns studiert hat. Oder wenn man an Museen für Archive arbeiten will, geht das auch nicht. Alles, wo staatlicher Job ist, brauchst du halt deinen Abschluss. Ansonsten interessiert sich kein Mensch für den Abschluss. Meine Erfahrung ist, Leute, die bei uns fertig sind, die haben dann nochmal irgendwie halt die Lehre gemacht, weil dann dürfen sie. Und das, was ich da gehört habe, was Martina gerade sagte, also zumindest aus dem Kölner Umland, was da an den Berufsschulen gelehrt wird, das geht nach den Berichten, die ich dann irgendwie mit Ex-Studenten hatte, auf keine Kuhhaut. Und andersrum ist es auch so, wir haben ja nicht nur die Akademie, wir haben ja auch die Fotoschule, wo Amateurkurse sind. Und als wir gestartet haben, haben wir händeringend nach brauchbaren, wirklich guten Dozenten gesucht. Und wir sind dann nicht unbedingt zwingend an die Lehrstellen gegangen, wo halt Martina arbeitet, sondern wir sind tatsächlich sogar an die Fachhochschulen gegangen. Und wir haben da Studioleiter von Fachhochschulen aus dem Kölner Umraum genommen.
Und die sind mit wehenden Fahnen untergegangen. Und ich habe mir gedacht, ist denn die Digitalisierung an denen völlig vorbeigegangen? Also es ist tatsächlich so, dass es gibt unglaublich gute Fotolehrer und es gibt unglaublich schlechte Fotolehrer. Und das ist aber an Fachhochschulen, an Kunsthochschulen und es ist aber wahrscheinlich auch an Lehrstellen dasselbe. Und deswegen sage ich immer, guck dir unbedingt an, wo du hingehst. Aber ein großer Nachteil ist eben, was Martina auch sagte, es kommt eben in dem Fall, wenn es dann über die Lehre geht, extrem darauf an, in was für einem Unternehmen du unterwegs bist. Und wenn ich mir so angucke, na, da kann man echt Glück haben, aber die Frage ist immer, wen habe ich da als Lehrherrn und wie einseitig bin ich dann? Und wenn ich Pech habe, koche ich Kaffee und dann bringt das auch wieder nichts. Aber das ist bei Fachhochschulen das Gleiche. Was ist denn da? Muss derjenige gucken, was er will und wo er das bekommen kann. Also wenn ich meine Ausbildung nehme, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe, da war das auch schon schwierig, umfassend gebildet zu werden, sage ich mal. Das hing sehr von einem selber ab. Ja. Das ist das, was ich sagen will. Natürlich gibt es auch viele Ausbilder, die wenig Ahnung haben oder sehr fokussiert Ahnung haben. Aber dann muss ich halt die Füße in die Hand nehmen und muss wissen, ich muss einen Plan haben. Inwieweit ist es dann besser, nicht einfach direkt den Quereinstieg zu wählen? Da kann man sich sowieso sein Ausbildungsmaterial in Gänze selber zusammensuchen und dann auch einfach schon in die Arbeit einsteigen und ganz früh damit Geld verdienen, Christian. Kann man. Das ist aber natürlich ein ziemlich steiniger Weg. Weil du hast eben, also der größte Vorzug des Quereinstiegs ist gleichzeitig der größte Nachteil. Man kann alles frei tun, so wie einem die Laune steht, wofür man sich interessiert, woran man rankommt auch, je nachdem. Und gleichzeitig ist man eben auch total alleingelassen. Also man ist verantwortlich für alles, für Gewinnen oder Verlieren, für Machen oder Nicht-Machen, für Verstehen oder Nicht, für umfassende Kenntnisse oder sehr spezielle und so weiter. Und das ist natürlich ein Weg, aber es ist einer, den man halt mehr oder weniger allein geht. Christoph, wenn man jetzt mal sich zum Beispiel eine Branchengröße anschaut oder anhört, Wolfgang Zoborn, der ja sagt, und der auch unter anderem an der Fotoakademie Dozent ist, der sagt ja sowas sinngemäß, wenn Bilder visuell funktionieren, dann funktionieren die auch inhaltlich. Heißt das so viel wie, dass Inhalt etwas Visuelles ist? Und wenn ja, sollte dann nicht auch ein größerer Fokus auf dem Visuellen, also auf dem Handwerklichen, sage ich jetzt mal, im Studium gelegt werden oder also auf das Handwerk? Ja, ich würde das Visuelle nicht als Handwerk bezeichnen, tatsächlich. Ich glaube, dass die Bildfindung ist also wirklich nicht was handwerklich ist, sondern was Gestalterisches ist, also was Kreatives ist. Und ich will nicht sagen, dass das Handwerk nichts Kreatives ist, um Himmels Willen, aber da ist doch der Schwerpunkt ein bisschen anders. Ne? Nee, absolut. Also ich glaube, man muss überlegen, wie diese Begriffe auch irgendwie belegt sind. Das ist also nichts Technisches. Ich glaube, das ist präziser zu sagen. Es gibt die technische Ausbildung, es gibt die theoretische Ausbildung und dann die praktische Ausbildung. Und ich würde dann tatsächlich sagen, die Bildfindung, also das Visuelle, wie du es gerade beschrieben hast, das ist tatsächlich in der Praxis. Und das findet natürlich in allen Ausbildungswegen auf eine gewisse Weise statt. Und man braucht das natürlich alles. Die Wege dorthin und die Vermittlung, die läuft anders ab. Aber sonst die grundlegenden Elemente sind eigentlich sehr ähnlich. Und inwieweit glaubst du, kann man dann also auf das Handwerk, also nicht als Einrichtung das Handwerk, sondern eben die handwerkliche Schule, darauf verzichtet werden, wenn man starke Inhalte transportieren möchte? Es geht natürlich Hand in Hand. Also ich würde es wirklich nicht als Handwerk bezeichnen, ich würde es als Technik bezeichnen. Ja? Aber, und da gibt es dann natürlich auch in der Gestaltungslehre gibt es Techniken. Und darüber hinaus dann gibt es dann einen kreativen Prozess, den man dann begleitet. Und man braucht beides, das ist ganz, ganz klar. Gerade in den ersten 2, 3 Semestern muss man dann auch mal ein bisschen Technik lernen. Und das ist total wichtig und eine super Grundlage. Und dann muss man natürlich darüber hinausgehen und sagen, okay, was will ich denn eigentlich erzählen? Also wie will ich mit Bildern erzählen? Was will ich erreichen? Welche gesellschaftlichen
Dinge will ich bearbeiten, was ist mir als Autorin oder als Autor wichtig. Und von daher geht, man könnte sagen, das Studium an den Hochschulen geht da vielleicht noch einen halben Schritt weiter als die anderen Formate der Ausbildung. Ich würde das vielleicht ein bisschen aufdröseln. Also ich glaube, die Kategorien sind nicht ganz klar. Also Technik wäre für mich erstmal Kameratechnik, wie funktioniert eine Lampe, was macht ein Blitz etc. Okay, wenn wir das mal als Technik nehmen, dann fehlt aber noch die Bildgestaltung. Also Linienführung, Flächenaufteilung, Akzentsetzung, Farbgestaltung etc. Extern würde ich da nochmal sagen, dann gibt es nochmal die Lichtgestaltung, weil die nochmal wieder anders funktioniert. Und wenn man alles zusammentut, dann kriegt man vielleicht ein schönes Bild und der Amateur freut sich. Die Frage ist, was erzähle ich denn mit dem Ganzen, nennen wir das mal insgesamt als Handwerkszeug. Und dann habe ich immer noch die Frage, wie kommuniziere ich, für wen kommuniziere ich, mit welchen Strategien kommuniziere ich und was will ich überhaupt erzählen und zu was bin ich überhaupt in der Lage, ich als Person, als Fotograf, ich kann nicht alle Geschichten erzählen. Der eine hat die eine Handschrift, der andere hat eine andere Handschrift. Und das sind für mich im Prinzip vier unterschiedliche Grundpfeiler. Und ob das jetzt Christoph für die Hochschulen ist oder Martina für die Lehre ist oder auch bei Christian, wenn ich halt zugeschränkt, sagen wir mal, bei Christoph studiere, dann gehe ich davon aus, dass seine Strategien zu kommunizieren vielleicht gestalterisch gut unterlegt sind und vielleicht genauso unterlegt sind wie bei mir. Aber ich komme eher aus dem Studio, ich komme eher aus der Illustration und denke ganz anders, als Christoph das tut. Und die Frage ist, wenn ich mir jetzt jemanden suche, bei dem ich ausgebildet wäre, werde ich dann eher Journalist, werde ich dann eher Produktfotograf oder was werde ich denn? Und bin ich dann in der Lage, wenn ich in einer Sparte gelandet bin, mich aus der zu befreien und im Zweifelsfall auch andere Märkte, falls der Markt sich ändert und ich darauf reagieren muss, darauf zu reagieren. Das Licht und die Technik ändert sich dabei nicht, aber die Kommunikationsart, die muss man dem dann trotzdem anpassen. Und da ist immer die Frage, wie breit bin ich gerade in dem letzten Punkt, nämlich was für eine Art von Kommunikation kann ich einem Kunden bieten? Wie breit bin ich da aufgestellt? Und da finde ich es für mich immer so der Engpass, an einer bestimmten Schule, bei einem bestimmten Lehramt, bei einem bestimmten Ausbilder oder bei Christian, wenn ich dann zu lange bei einer bestimmten Richtung hänge, dann habe ich entweder einen Markt gefunden oder auch nicht. Aber ich glaube dann auch bei Christian macht Sinn, wenn ich halt unterschiedliche Leute mir angucke. Kann man also denn dann? Ja, ich würde ganz gerne kurz dazu was sagen. Also ich glaube, nicht oder gar nicht mal so sehr die Frage, welchen Ausbildungsweg beschreite ich, ist wichtig, sondern dass man irgendwann im Laufe seines Weges vor der Ausbildung oder währenddessen, wann auch immer, sich sehr ernsthaft die Frage stellt und sie sehr ernsthaft versucht zu beantworten, wo will ich überhaupt hin mit der Fotografie? Ne? Also es gibt ja nicht die Fotografie. Es gibt Leute, die machen Reproduktionen von Gemälden und es gibt Leute, die machen unverständliche Kunst und dazwischen gibt es alles Mögliche, ja, oder auch verständliche Kunst, wie auch immer. Und also wenn ich meinen eigenen Weg, also ich war immer Hobbyfotograf oder Amateurfotograf und ich habe da so mein Ding gemacht, sehr lange, und als ich mich entschlossen habe, Profi zu werden, habe ich erstmal ganz viel Technik gelernt. Ich hatte das Gefühl, das Bedürfnis, dass ich da aufbauen muss und auf den Stand der Dinge kommen muss, da war die Digitalisierung auch gerade so weit und so weiter und so weiter. Blitzanlagen, all diese Dinge, davon hatte ich keine Ahnung. Und dann kam aber irgendwann eine ganz wichtige, entscheidende Frage für mich, okay, jetzt kann ich alles Mögliche, ja, ich kann ein Porträt machen und ich kann dies und ich kann jenes, aber was will ich eigentlich machen in Zukunft, in den nächsten Jahren und wo will ich richtig reingehen und wo will ich richtig gut werden? Und das war für mich eine ganz wichtige Frage und die hat mich auch ziemlich lange auf Trab gehalten. Kann man denn den Spieß auch umdrehen und sagen, ja, okay, ich möchte jetzt Fotojournalistin werden, dann sollte ich besser studieren oder und ich möchte Werber werden, dann sollte ich besser eine Ausbildung machen oder macht man sich damit dann auch zu einfach? Da würde ich vielleicht kurz zu sagen, eben sagte Oliver was vom Markt und so weiter und das sind natürlich auch irgendwie zwei verschiedene Kategorien, ne? Also die Frage ist halt, bilden wir für einen Markt aus? Das heißt, haben wir den Anspruch, dass also alle Leute, die bei uns unterrichtet werden, hinterher genau diesen einen Job haben und den auch bekommen und so weiter? Oder ist unsere Ausbildung eher breiter angelegt? Ja, also können wir sagen, wir lehren Strategien und Methoden, die also dann natürlich auch im Berufsleben später eine Aufgabe haben, aber
und so würde ich sagen, dass wir das an den Hochschulen machen, ist die ist doch dieser Findungsprozess, den auch Christian gerade beschrieben hat, eigentlich der Grund, überhaupt zu studieren. Ja? Also diese Menschen kommen an die Hochschule und machen eine Ausbildung nicht, um dann A, B, C, D, E zu lernen, um dann am Ende F Fotografin oder Fotograf zu sein und dann einen sicheren Job zu haben. Also so funktioniert es natürlich nicht, aber die Fotografie ist ja auch nicht das einzige Medium, was so fotografiert oder das einzige Fach, was so funktioniert, wenn man sich ansieht, wie die schreibenden Journalisten ausgebildet werden, wie Musiker ausgebildet werden und, weiß ich, Theaterleute, was weiß ich, Historiker, die werden ja nicht alle hinterher Historiker. Also das heißt, es geht darum, Strategien mitzugeben. Es geht darum, Bildexpertinnen und Bildexperten auszubilden, die dann auch sehr breit am Ende ihren eigenen Weg finden können und auch sehr genau dann auch irgendwie ihren Beruf finden. Aber das ist nicht zwingend was während der Ausbildung tatsächlich schon vorgegeben ist. Also das heißt, man fängt nicht die Ausbildung an und weiß, ich werde also Fotojournalistin oder Fotojournalist. Ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich ist, denn die meisten Studierenden, die anfangen, die wissen, sie wollen fotografieren. Ja? Also der Akt des Fotografierens ist das, was diese Menschen interessiert, und die ganze Spezialisierung und die ganzen wunderbaren Facetten der Fotografie, die es ja gibt, die werden dann eigentlich erst während dem Studium oder während der Ausbildung dann irgendwie klar und sichtbar. Oder sogar danach erst. Ja. Oder was Christian oder beide eigentlich jetzt gerade sagten, das ist, viele, die anfangen zu studieren, haben noch keine Ahnung oder muss nicht studieren sein, die sich überhaupt, wie Christian auch, halt dann auf selbst auf den Weg machen, wissen vielleicht am Anfang gar nicht, wo sie hinwollen. Und am Anfang steht bei vielen tatsächlich immer, ich brauche Technik, 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 bis man irgendwann merkt, das führt nicht weiter und man muss die Fragen anders stellen. Und ich stelle immer wieder fest, dass selbst Leute irgendwie im Diplom bei uns feststellen, dass sie vielleicht was ausprobieren, was sie bis dato noch nicht gemacht haben, und feststellen, wow, das ist ja was völlig anderes und irgendwie macht viel mehr Spaß als alles, was ich davor gemacht habe und hätte ich nie gedacht, und auf einmal sind sie in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Und das ist einerseits die Seuche an der Fotografie, aber auch eben irgendwie das Tolle an der Fotografie. Man kann so unterschiedlichste Wege gehen und man kann auch zwischendrin sagen, ich habe jetzt, gibt es auch häufiger, ich habe jetzt irgendwie den Burnout, ich habe keine Böcke mehr in dieser Branche weiterzumachen, dann kann man tatsächlich immer noch Fotografie machen, aber trotzdem die Branche wieder wechseln. Aber genau deswegen finde ich es eben so wichtig, was Christoph sagte, dass man das eben offen hält und breit hält. Und deswegen finde ich es aber auch so wichtig, dass man eben die Möglichkeit dazu hat. Und wenn ich mir so die eine oder die andere Hochschule, ohne sie namentlich zu nennen, angucke, da weiß ich, wer vorne reinkommt, kommt hinten in einem bestimmten Format raus. Und Martina. Ich will euch jetzt nicht verwirren, aber es ist bei uns tatsächlich auch so, dass, obwohl die natürlich einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, wo Fotografin draufsteht, dass in erster Linie eine Selbstfindungsphase ist und wir da assistieren dazu und motivieren und auch versuchen, vielleicht besondere Talente zu sehen. Vielleicht ist es gar nicht die Fotografie, vielleicht ist es eine Kunstgeschichte oder so irgendwas. Und dann natürlich auch in Studium vermitteln, schicken, anregen oder so. Also das ist alles ein Teil vom Weg. Und wenn ich mir meinen fotografischen Weg angucke, dann ist eben im Grunde dieser große Vorteil oder Nachteil, dass, wenn ich weiß nicht, wo ich in 10 Jahren bin, auf was ich da Bock habe oder wie sich die Zeit verändert, was mich da gerade teasert, und dann kann ich das aber machen. Ja. Aber das mit der Selbstfindung, ich glaube, das hat Christoph gesagt und das ist tatsächlich bei uns auch so. Und ich glaube, das ist ziemlich egal, welchen Weg man geht. Dazu muss man aber auch bereit sein. Und ich stelle das im ersten Semester ab und zu fest, dass Leute dann nicht bereit sind, wirklich, was ist eigentlich deine Sicht, sondern die wollen dann immer wissen, wie muss ich das Bild machen? Und dann denke ich immer, nein, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie siehst du die Welt und nicht, wie muss ich die Welt darstellen, damit sich alle darüber freuen? Und das ist tatsächlich, was du gerade sagst, es hat auch was mit Selbstfindung zu tun. Wenn ich nicht weiß, wie ich die Welt sehe oder was ich darüber erzählen will oder was mich daran interessiert, dann wird das mit dem Foto echt schwierig. Der Fotograf Paul Ripke hat mal Folgendes gesagt, dass ein gutes Bild immer aus 3 Elementen besteht, aus 3 Dingen. Ja?
ich weiß nicht, ob es an Paul Rilke liegt oder an was anderem. Und zwar, er sagt, das erste Drittel mache das Bild aus und das, was auf dem Bild zu sehen ist, also der Inhalt, ein weiteres Drittel mache der Bench hinter der Kamera aus und nur das letzte Drittel habe mit der Form zu tun, also der Technik. Warum auch immer beschäftigt sich der Mensch als allererstes mit dem letzten Drittel, mit der Technik. Dann fängt er an, mit sich selber sich auseinanderzusetzen und zu sagen, ich muss mehr aufnehmen, ich muss mich inspirieren, andere Fotos sehen, Ausstellungen ansehen. Und dann kommt erst das, was eigentlich wichtig sei, nämlich das, was auf dem Bild drauf ist. Seht ihr das auch so oder würdet ihr da differenzieren? Ja, Technik ist halt was, wo man sich dran festhalten kann. Ja. Da kann man drüber diskutieren, ich habe so und so viele Pixel, yay, und dann kann ich mich vergleichen und ob das jetzt Autos oder Kameras sind. Das unterscheidet sich nur ein bisschen. Also da kann ich mich festhalten, den kann ich auch nachvollziehen. Ja? Es geht ja auch schon immer darum, was muss ich denn machen, um ein gutes Bild zu bekommen? Und ja, das könnte natürlich die Technik sein. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein sehr glamouröses Beauty-Shot machen will, dann komme ich auch mit einem iPhone nur begrenzt weiter. Also da brauche ich am Ende auch eine gewisse technische Brillanz dazu. Das Ganze hilft nicht, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Also es ist das Zusammenspiel. Und wenn ich nicht weiß, was ich machen will. Andersrum geht es aber auch. Also ich hatte mal jemanden, der hatte irgendwie so ein bisschen Sadomaso-Lingerie und weiß ich nicht was in seinen sehr skurrilen Fotos. Aber die waren immer steif und statisch und irgendwie so von überhaupt nicht richtig emotional, sondern wirklich nur als Kopfkino. Und warum? Weil er mit einer Hasselblatt Haar irgendwie im Bett und im Stativ irgendwie rumgemacht hat. Habe ich auch gesagt, nimm doch mal ein Handy. Und ich habe seine Fotos abfotografiert, mit Hipstamatic über die Fotos drüber gewischt. Und auf einmal waren die surreal, emotional und irgendwie total mittendrin. Und er hat seine Hasselblatt irgendwie nicht gegen die Wand gedonnert, das war zu teuer. Aber er hat sie auf einmal gehasst. Und auch da, es fängt nicht mit der Technik an, sondern es fängt damit an, was will ich mit meinen Bildern erreichen, was für eine Sicht habe ich. Und da muss man einfach das Handwerkzeug beherrschen und einfach die Register ziehen, wie es halt gerade passt. Nee, du musst halt wissen, was du willst. Ja. Eben. An der Stelle hängt. Weil, und du musst auch wissen, dass halt so eine bestimmte Kamera dich zu einem bestimmten Verhalten zwingt und irgendwie in die Situation eingreift und dass man im Zweifelsfall die wechseln muss. Aber dafür muss man die Einsicht auf sich wieder haben. Da sind wir bei dem Ego-Trip, der echt wichtig ist an der Fotografie. Wenn ich das nicht mitbekomme, dann kann ich da auch nicht sagen, okay, ich mache jetzt tatsächlich doch mal ein Handyfoto, weil es vielleicht tatsächlich der Situation deutlicher angemessener ist. Also ich glaube, das ist ja so ein wichtiger Schritt, ne? Zum Beispiel bei vielen Amateurfotografen kann man das beobachten, sie befassen sich extrem mit der Technik, ja. Die glauben an Regeln und so weiter und so weiter und machen sehr oft nicht den Schritt zu sagen, was interessiert mich oder was finde ich cool oder was finde ich sexy oder wie auch immer, ja? Oder welche vielleicht auch wirklich abgefahrenen Ideen habe ich über die Welt und über die Wahrnehmung und wann bin ich bereit zu entscheiden, ich finde das wichtig und ich mache das jetzt. Und das ist ja so ein Punkt, glaube ich, den man wirklich entwickeln muss. Und der kann sehr traditionell sein sozusagen, also an bestimmte Sujets gebunden sein, die man kennt, wo es auch viel Erfahrung und Wissen und so weiter gibt. Und der kann natürlich auch total experimentell sein. Und in der Fotogeschichte haben wir ja immer wieder Fotografen, die irgendwas manisch besessen über Jahrzehnte gemacht haben. Keiner hat es verstanden, bis es dann vielleicht doch irgendwann mal verstanden wurde, ne? Oder zumindest interessant wurde. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und dafür braucht jeder, der in der Fotografie irgendwas erreichen will, Zeit und Energie, sich damit zu befassen. Wer bin ich? Was will ich machen? Und nicht nur ästhetisch und inhaltlich, sondern irgendwann vielleicht auch, wenn man das als professionellen Beruf betrachtet, wie kann ich wo damit Geld verdienen? Christian, du sprichst von Zeit. Also in einem Studium oder auch in einer Ausbildung ist ja diese Zeit eigentlich vorgegeben und auch ein Faktor, der unbedingt gewünscht ist, sich diesen Menschen diese Zeit zu geben. Ja, also das findet nach der Schule statt. Da können die meisten Eltern noch unterstützen oder man hat einen Nebenjob, einen kleinen, um sich das gegen zu finanzieren. Als Quereinsteiger hat man ja möglicherweise schon 10 Jahre, sage ich mal, Beruf hinter sich, hat auch einen gewissen Lebensstandard. Wo nehme ich da die Zeit her? Naja, das hängt von jeder Biografie ab. Ne? Also es ist total unterschiedlich, ob man jetzt einfach sein Vermögen auf den Kopf haut und sich 2 Jahre freinimmt oder ob man
mit einem Nebenjob agiert und in jeder freien Minute tut, was man eigentlich tun will und so weiter. Bei mir war es so, ich hatte einfach eine andere Selbstständigkeit nebenher laufen, die mich einigermaßen gut finanziert hat, und die Zeit, die übrig geblieben ist, habe ich mir halt für die Fotografie genommen. Und da gibt es keine Regel für. Aber Zeit hat man, glaube ich, immer. Es ist nicht so, dass man keine Zeit hat, sondern dass man die Priorität für etwas setzen muss. Und das kann der Brotjob sein, das kann die Familie sein oder es kann eben die Träume in der Fotografie sein. Und je nachdem, wie intensiv man das macht, so weit kommt man dann. Das kann ich nur unterschreiben. Also wir haben bei uns an der Akademie Leute, die sind 25, die vielleicht eine Lehre abgebrochen haben oder sonst was, und die Eltern zahlen. Die haben Zeit ohne Ende. Die kommen aber häufig ganz schwer auf den grünen Zweig. Wenn ich dann eine 40-jährige Frau habe, die sich irgendwie um die Kinder gekümmert hat, der Mann ist irgendwie, hat die Familie am Leben gehalten und jetzt will die Frau auch mal wieder was machen, das haben wir dann doch relativ häufig, dann hat die eine ganz andere Motivation. Und wenn ich dann eine selbstständige Frau habe, die zwei Kinder hat und alleinerziehend ist und eine 40-Stunden-Woche hat, dann hat die so gut wie keine Zeit. Erstaunlicherweise, je weniger Zeit die haben, je besser die aber dann organisiert sind, und je mehr die dafür brennen und wissen, dass sie was ganz anderes machen können, dann sind das auf einmal die, die in kurzer Zeit die schnellsten Entwicklungen hinlegen und die besten Ergebnisse liefern. Also das, was Martina so ganz am Anfang mal sagte, dass man da unbedingt für brennen muss, ist, glaube ich, das Entscheidende und nicht unbedingt die Zeit. Wenn man dafür brennt, ich kenne Leute, die haben 60-Stunden-Wochen, die sind selbstständig und die machen das dann sowas von organisiert und die überlegen sich genau, was sie wollen und die planen das und haben eine radikale Offenheit, und wenn sie einen Fehler machen, dann gucken sie, was kann ich aus dem lernen. Und dann gibt es die, die wahnsinnig Zeit haben, die sich aber an allem festhalten wollen und nicht genau wissen, was sie wollen. Ja, die brauchen dann tatsächlich echt viel Zeit, um überhaupt mal auf den grünen Zweig zu kommen, müssen das erstmal alles sortieren. Ich würde es nicht an der Zeit, ich würde es tatsächlich an dem Brennen dafür festmachen. Christoph, ihr bekommt ja sicherlich deutlich mehr Bewerbungen, als ihr Studienplätze habt. Das ist sicherlich auch ein luxuriöser Faktor, denn wenn ich ins Handwerk schaue, dann ist das da, glaube ich, umgekehrt. Wo würdest du einen begabten Menschen hinschicken, der es bei euch nicht geschafft hat, einen Platz zu bekommen? Würdest du den eher in eine Ausbildung schicken? Würdest du den einfach an eine andere Uni schicken oder wirklich auch zu einem privaten Institut oder einfach sagen, mach dein Ding, du bist schon auf einem guten Weg? Ich glaube, diese Person würde ich dazu ermutigen, weiter an der Mappe zu arbeiten und es nächstes Jahr nochmal zu versuchen. Tatsächlich. Also ab in die Mappenberatung, besser werden, weil man braucht auch so ein bisschen Zeit tatsächlich. Und auch, ich würde Oliver da absolut zustimmen, man muss dafür brennen, man muss wirklich wollen. Aber manchmal ist das natürlich auch so ein Prozess, dass man irgendwie so weit ist und erstmal so die Mappe irgendwie hinkriegt, dass man genommen wird an der Hochschule oder an anderen Institutionen. Also von daher, es ist schwer zu sagen, wie Christian eben sagte, es kommt sehr auf die Biografie an. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, für wen ist jetzt welche Ausbildung besser. Das ist tatsächlich was man für sich selber entscheiden muss. Und das muss man wirklich auch entscheiden. Ja, niemand kann einem das abnehmen. Man kann also, was wir jetzt hier gerade machen, so ein bisschen die Unterschiede aufzeigen und die Stärken und Schwächen, die auch alle Ausbildungssysteme haben. Und dann muss jeder halt entscheiden, okay, was mache ich denn? Was passt denn zu mir? Wie lerne ich denn? Also ich denke, hat auch viel mit Lernprozessen zu tun. Ne? Brauche ich eher eine starke Struktur? Brauche ich vielleicht aber auch eine gewisse Freiheit, um irgendwie klarzukommen? Will ich ein Studium machen, was ich neben meiner beruflichen Tätigkeit vielleicht irgendwie hinkriege, dann wäre vielleicht was diese Akademien wie bei Oliver und Frank das ganz gut leisten können. Allein, dass das oft am Wochenende stattfindet, die Veranstaltung, was im Studium halt nicht so gut geht. Ne? Das ist wirklich ein Vollzeitstudium. Und da würde ich aber auch, Oliver, mal recht geben, die Leute, die drei Nebenjobs haben, die kriegen ihr Studium meistens besser hin, als die irgendwie sich noch so ein bisschen finden müssen. Und denen muss man dann aber auch die Chance geben, zu sagen, okay, dann gucken wir mal, wie das über die nächsten Jahre so ist. Und es gibt, manchmal sind es die chaotischsten Studierenden, die am Ende dann aber irgendwie macht es dann so Platz der Knoten und bam, es geht los und die heben ab wie eine Rakete. Also man muss auch, man darf die Leute, man muss ihnen auch die Zeit geben, in so einer Ausbildung zu wachsen, sich zu verändern und auch natürlich sich zu finden.
Martina, ein Studienplatz ist ja umsonst, aber eben, wie wir auch schon darüber gesprochen haben, gerade sehr schwierig dran zu kommen. Dann gibt es die privaten Kurse, die sogar Geld kosten. Und dennoch gibt es genügend Stimmen, die wegen der geringen Ausbildungsvergütung in der Fotografie bisher zumindest einen Grund gegen die Ausbildung gesehen haben. Wie kannst du dir das erklären, dass bei euch die Ausbildungszahlen eher rückläufig sind, wo die anderen zu viel haben oder eben sogar Geld bezahlen? Ja, der Mensch lebt im Vergleich. Also im Sinne von 250 Euro, wie es die ganze Zeit war, im ersten Ausbildungsjahr plus minus, ist im Verhältnis zu einem Bankkaufmann, der dann über 1.000 Euro irgendwie kriegt, ohne dass ich da genaue Zahlen weiß, natürlich wenig Geld. Wenn ich überhaupt kein Geld kriege, weil ich studiere, dann ist das schon ein bisschen mehr. Also ne, das muss man halt eben auch in Relation sehen. Ich kann da natürlich über meine Zeit auch nicht so verfügen. Ich arbeite ja für jemanden. Also dieses Anheben der Ausbildungsvergütung auf über 500 Euro jetzt, das ist schon super und richtig. Ich glaube, es hat bei den Auszubildenden gar nicht viel verändert. Also die hätten sich auch vorher dafür beworben oder eben nicht. Die Ausbildungsfirmen haben natürlich jetzt Schwierigkeiten, weil gerade in der Zeit, aber auch eben vorher, weil es viele One-Man-Shows sind, haben die Schwierigkeiten, die Summe aufzubringen. Ganz einfach. Und deswegen haben wir auch so einen starken Rückgang, weil es keiner im Moment absehen kann. Das geht über alle Gewerke. Und die Idee ist und die Hoffnung ist, dass das nächstes Jahr oder nach Corona, wann immer das sein wird, sich wieder ein bisschen einpendelt und eingroovt und jeder auch so seine Arbeitsweise gefunden hat, wie er damit überleben kann. Und wenn das dann so ist, dann auch wieder Auszubildende einstellt. Also wir haben ein paar Fotografen, die haben jetzt auch ihre Inhalte ein bisschen verändert, ihre Schwerpunkte ein bisschen verändert und die haben es auch geschafft, wieder einen Azubi zu nehmen. Aber deswegen ist der Markt gerade echt... Ja, das finde ich sowieso einen interessanten Punkt, den du ansprichst, nämlich, dass die Veränderung der Großbetriebe hin zu den One-Man-Shows ja doch in den letzten zwei Jahrzehnten sich sehr, sehr stark entwickelt hat. Wir haben in allen anderen Videos auch drüber gesprochen, wir haben es auch im Querfeld einen Beitrag drüber gesprochen. Es gab sehr wenig Betriebe noch bis 2004, dann hat sich das mehr als versechsfacht bis heute und sind immer mehr kleinere Betriebe oder eben Ein-Mann-Betriebe. Meinst du, die Entwicklung wird sich noch weiter vollziehen oder sind wir an einem Punkt angekommen, wo es im Grunde einen stetigen Punkt gibt, weil es braucht ein paar große und es braucht vor allen Dingen viele kleine? Oder meinst du, jetzt gerade nach der Corona-Krise wird sich das wieder ein bisschen anders entwickeln, weil nur die Großen überlebt haben oder nur die Kleinen überlebt haben? Ich kann es im Moment, ehrlich gesagt, überhaupt nicht einschätzen. Wenn ich in meinen Fotografen-Freundeskreis schaue, dann sind die alle extrem damit beschäftigt, zu gucken, wie sie überleben können. Und Studiofotografie ist im Moment schwierig, nur unter bestimmten Bedingungen, das ist uns allen klar. Da sind die Aufträge zurückgegangen natürlich, weil viele auch sich in kein Studio begeben wollen gerade. Also gehen sie alle nach draußen, das ist ja sowieso irgendwie total schick gerade im Sonnenuntergang, im Gegenlicht und so. Und dann selbstgestandene Fotografen das im Moment im Portfolio anbieten, wo ich so denke, kann man machen, aber ist schwierig, daraus so ein Alleinstellungsmerkmal auf Dauer zu finden. Ich kann es nicht abschätzen, weil ich glaube, das ist noch nicht, ich sehe noch kein Licht am Ende im Moment gerade. Ich sehe einen verzweifelten Versuch von vielen, ihre Position zu finden. Oliver, oder beziehungsweise Christoph, du nickst ganz fleißig. Ja, immer. Wenn jetzt Corona noch in die Verlängerung geht, sagen wir mal bis April oder so, wird es dann sicher viele Fotografinnen und Fotografinnen nicht überleben. Siehst du es als eine Chance für den Markt oder führt das eher zu einem Zerfransen, wenn die Preise dann wahrscheinlich auch weiter sinken, weil man sagt, ja, man nimmt ja, was man kriegt? Ja, schwer zu sagen, das weiß alles niemand. Ne? Ich denke, es ist hilfreich, nicht immer nur im eigenen Medium oder im eigenen Fach zu bleiben mit solchen Überlegungen, dass man also sagt, okay, das ist ja natürlich nicht nur eine Situation, die mit der wir als Fotografinnen und Fotografen zu kämpfen haben. Ja, das sind alle Kulturschaffenden, die jetzt unheimlich am Kämpfen sind, weil alle doch oder so viele als Einzelperson oder als Kleinstunternehmer quasi unterwegs ist. Und von daher, also keine Ahnung, also das wird hart werden. Ich glaube nicht, dass
irgendwann wird es vorbei sein und dann werden wir sehen, was passiert ist. Ich glaube, man muss da kräftig zusammenhalten und auch irgendwie versuchen, auf politischer Ebene was zu erreichen. Deswegen halte ich sehr, sehr sinnvoll, sich zu organisieren tatsächlich. Man kann sowas und überhaupt nie alleine überleben. Wir leben davon, dass wir uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, dass wir uns gegenseitig helfen und dass da eine große Solidarität gibt. Und ich glaube, das das ist so meine Hoffnung bei dem Ganzen. Und das findet natürlich auch statt, ne? Also Organisationen wie Freelance, die sind fleißig dabei. Ich denke, bei dir im Handwerk, Martina, wird es ähnlich sein, dass natürlich auch damit irgendwo gemeinsam versucht wird, eine Verbesserung beizuführen, dass man nicht alleine ist mit diesem ganzen Kram, sondern dass man irgendwo versucht, sich zu organisieren. Ich glaube, man muss wieder unterscheiden. Ich glaube, man muss unterscheiden. Also ich glaube, Hochzeitsfotografen haben es gerade echt schwer. Da ist die Frage, wer überlebt. Wenn ich Ehemalige mir angucke, wer jetzt gerade Produktfotografie macht, Teppiche und Möbel und Ähnliches. Die Maya, die arbeitet sich gerade doof, weil irgendwie der Markt gerade brummt. Autokonzerne müssen gerade auch noch irgendwie Werbung machen, weil da ist gerade der ganze Markt im Umbau. Die arbeiten sich gerade auch irgendwie kaputt. Ich glaube, so kann man die Frage nicht stellen. Das ist ja das, was ich immer sage, was mache ich eigentlich, wenn Instagram auf einmal nicht mehr da ist und der Instagram-Look nicht mehr gefragt ist? Und wenn ich aber Instagram-Fotograf bin, wo es ja viele gibt, irgendwie jetzt in Bonn hat man jetzt letzte Woche eine Anfrage von Verporten. Wir brauchen Fotografen, der irgendwie einen Instagram-Look für unsere Produkte und jetzt die Fotografen müssen auf einmal sich Instagram an. Was ist, wenn Instagram tot ist? Was ist, wenn Corona ist? Was ist, wenn was ist? Du musst halt relativ flexibel bleiben und es ist, finde ich, immer noch zu. Es kann gerade so einen Hochzeitsfotografen echt schlimm treffen, wenn der nur das kann. Aber der kann ja im Zweifelsfall auch redaktionelle Porträts, der kann ja auch was anderes machen, wenn er sich dafür offen hält. Und ich glaube, wenn du offen bist und nicht nur auf einen Kundenkreis setzt, dann kannst du es auch überleben, meine Einschätzung. Christian, ist das nicht die größte Schwäche im Quereinstieg, dass man eben diese Breite in der Ausbildung gar nicht bekommen kann, wie man sie im Handwerk bekommt? Weil man ja sicher... Nee, weil ich hätte gedacht, dass man sich ja schon in eine Richtung fortentwickelt, weil man und man ja auch den Austausch nicht unbedingt so hat, wie man ihn im Studium oder in der Ausbildung hat. Ich kann ja jederzeit weiter quer einsteigen. Ne? Also wenn ich jetzt der Meinung bin, dass im internationalen Fotojournalismus das Gold liegt, dann könnte ich mich dahin begeben. Der Meinung bin ich jetzt gerade nicht, aber es könnte sein, dass ich aus irgendeinem fachlichen, sachlichen oder vielleicht auch inhaltlichen Gedanken heraus auf einmal der Meinung bin, dass es toll ist, im Studio brav Weihnachtsprodukte zu fotografieren und mich dabei dumm und dämlich zu verdienen. Spannende Aussicht. Könnte für jemanden interessant sein, für mich nicht. Ich bleibe, wo ich bin. Und weil mein Feld ist weit und ich wollte gerade sagen, du bist natürlich in einem guten Feld unterwegs. Ich bin in einem guten Feld unterwegs, aber da ist natürlich auch momentan kein besonders gutes Klima. Das wird sich erholen, denke ich. Ja, aber also ich will damit sagen, dieses breit aufgestellt sein, ich glaube nicht, dass man, egal was man tut, am Ende einer Ausbildung oder eines sich selbst Ausbildens fertig ist und dann nur irgendwas kann. Sondern ich glaube, jeder Fotograf oder jede Fotografin, die unterwegs sind, die vital sind, die dran sind an der Fotografie und an diesem Lebensstil, wenn man so will, guckt sich um und steckt in irgendeiner Art von Prozess. Ja? Und vielleicht wird in meinem Metier irgendetwas interessant, was ich jetzt noch nicht kann. Da muss ich es mir halt aneignen. Und das müssen alle. Ja, das ist halt, das ist die Frage, die ich stellen möchte da. Denn der oder die Quereinsteigerin müssen sich es noch aneignen, aber jemand, der gut ausgebildet ist, der hat das in der Ausbildung schon mal gemacht und kann zumindest schneller umsteigen. Das glaube ich nicht. Christoph. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist eine Illusion. Und es ist ja auch nicht so gedacht, natürlich versucht man breit auszubilden. Ja? Also alle möglichst, diese wunderbare Breite dieses Mediums abzudecken und sagen, guck mal hier, was die Fotografie alles kann. Und das ist natürlich ganz wunderbar, was für diesen Findungsprozess sehr wichtig ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass man jetzt auf einmal Expertin oder Experte ist für alles, ja, und das halte ich auch nicht für sinnvoll, also das Ziel darf ja nicht sein, dass wir irgendwie Hochzeiten und Instagram fotografieren können, sondern das Ziel muss ja sein, dass wir finden, was
uns antreibt, was wirklich uns bewegt als Autorinnen und Autoren. Das will ich und das muss ich jetzt so machen. Das sieht man an Christian eigentlich ganz schön. Ne? Der muss das machen und der macht es auch. Und das darin, in seinem Fachgebiet, wo er sagt, da habe ich Ahnung von, da gibt es natürlich auch verschiedene Wege und da bleibt er auch natürlich offen für Neues und entwickelt sich immer weiter. Aber es ist eine Entwicklung und nicht so ein Zickzacklauf, wo man sagt, oh, das funktioniert jetzt gerade nicht, dann mache ich mal was ganz, ganz anderes, weil das wird nicht funktionieren, weil da gibt es nämlich auch schon Leute, die da wirklich für brennen und echt Bock haben und das nicht nur machen, weil sie Geld verdienen wollen, sondern wirklich für die Produktfotografie brennen und sagen, das bin ich. Und mit denen sollte man nicht konkurrieren, wenn man eigentlich überhaupt kein Interesse an Produktfotografie hat. Das sehe ich wohl auch so. Christian wollte was sagen, Entschuldigung. Ich hatte in der Tat einen guten Gedanken, aber er ist mir gerade davon geflogen. Vielleicht überbrückst du kurz. Ja, ich hätte vielleicht, wir haben ja schon mal, oder Sebastian hat ja Martina schon mal irgendwie ins Kreuzfeuer gestellt und ich würde aber gerne mal die Hochschulen ins Kreuzfeuer stellen, wobei ich irgendwie Christoph für eine neue Generation von Dozenten halte und ich glaube, hoffentlich tut sich da auch in der Richtung mehr, aber wenn ich so gerade in der deutschen Hochschulkultur und ich bin tatsächlich mit 18 in die Niederlande gegangen, weil ich keine deutsche Hochschule haben wollte. Gerade nicht sowas wie Dortmund und deutsche Sachlichkeit, was zu der Zeit echt, man kam ja gar nicht dran vorbei. Und dann heißt es, also heute noch, wenn ich mit einigen studierten Fotografen spreche oder auch bei Stammtischen, ja, ich bin Studentin von und jetzt kommt irgendein Professorenname. Das ist, finde ich, das Armutszeugnis der deutschen Hochschulen. Und dass dann ein Professor versucht, seinen Stempel darauf zu setzen, wer sich so ein bisschen auskennt, die Bechers haben es irgendwie vorgemacht, ich bin Becherschüler. Gott sei Dank ist die Generation vorbei, aber dieser Habitus ist leider Gottes, finde ich, immer noch da. Und es ist tatsächlich so, ich kann mir die Diplomarbeiten in Dortmund angucken, ich kann sie mir in Essen angucken, ohne dass ich die Orte weiß. Und ich gucke mir die Arbeiten an, dann weiß ich, okay, das muss aus Dortmund kommen, das muss aus Essen kommen, das muss aus München kommen. Und ich finde es sehr schade, dass man das sehen kann. Und vielleicht nur so als eine Anekdote, um vielleicht die Diskussion in der Richtung und ich weiß, dass Christoph erstaunlicherweise ganz andere Sachen berichtet hat, schon in dem Video, was er vorab gezeigt hatte. Aber es war für mich so, dass ich eben in die Niederlande wollte, weil da auch eine ganz andere Strömung der Fotografie damals vorherrschte, mittlerweile auch. Und es war eine Kunsthochschule, die gerade eben in einer Kunsthochschule umformiert wurde. Und es war davor sowas, was hier eine Fachhochschule ist. Und in einer ersten Bildbesprechung, der ersten Bildbesprechung überhaupt, da galt es irgendwie, seine Lebensumgebung zu fotografieren. Und alle haben gezeigt, wo die Straße ist, wo sie wohnen, wie das Wohnzimmer aussieht, wie sie mit den Zehen vom Fernseher wackeln und Ähnliches. Und ich habe mir gedacht, naja, was ist meine Lebensumgebung? Leider die Lebensumgebung war zu der Zeit, dass durch die Medien das Klonschaf Dolly schwebte. Und ich irgendwie meine Nachbarin fotografiert habe in die ganzen einzelnen Körperteile in eine merkwürdige Petrischale und irgendwie eine merkwürdige Collage zu Gentechnik gemacht habe. Und bei der ersten Bildbesprechung wurden die ganzen schönen Straßenfotos und Klingelknöpfe und was da so fotografiert wurde, alle hochgelobt. Und das erste, das letzte, was passiert ist, war, dass meine merkwürdig surreale Collage besprochen wurde und der Dozent meinte nur, naja, mit sowas, da musst du eigentlich an eine Kunsthochschule, da bist du hier falsch. Und dann meinte ich, die Königliche Akademie für Bildende Künste. Und da war mir klar, mit dem Professor, da werde ich nicht warm. Was ich nur sagen will, ist, es gibt so Klassen, da bin ich jetzt sehr gespannt, These. Christoph ist der einzige Dozent, er ist Straßenfotografie-Nerd. Ich behaupte das jetzt mal. Und ich hatte irgendwie diesen Dozenten, der eigentlich an der Kunsthochschule war, es aber selbst noch gar nicht mitbekommen hat und meinte, ich wäre falsch, wo ich dachte, wer ist hier eigentlich falsch? Das große Glück, was ich aber hatte an der Schule, die ich mir da ausgesucht hatte, das war, dass man jedes Semester 6 Professoren hatte und jedes Semester die 6 Professoren gewechselt haben. Das heißt, man konnte sich eigentlich immer aussuchen, zu wem will ich, wer ist gut und man konnte nie bei einem bleiben. Und dieses, ich bin Professor und das ist mein Student, das ist da schon im System eigentlich so angelegt, dass das gar nicht passieren kann. Das sind so für mich so die deutschen oder auch andere Sichtweisen auf Hochschulausbildung. Keine Ahnung, das wäre so meine These mal in den Raum geschmissen. Darf ich kurz, bevor du antwortest? Gerne. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Sache. Ich habe ja nicht nur Fotografin gelernt, sondern auch Lehrerin gelernt irgendwann mal. Und das muss sich jeder Lehrende, Dozierende,
grundsätzlich fragen und das für sich lösen, wie viel von mir selber will ich ständig sehen, also will ich ständig selber wiedergekaut werden. Wenn ich ein, ich sage jetzt mal, kleines Ego habe, dann ist das bestimmt ganz toll, wenn mir meine Studenten immer wieder meine Bilder liefern. Und wenn ich die ganze Sache ernst nehme, dann finde ich, muss ich mit dem Scheitern rechnen. Und das bedeutet, dass, oder das Scheitern zulassen, dass meine Schüler, Studenten ihre Sachen umsetzen. Und das bedeutet, dass ich sie vielleicht schlechter, aber vielleicht auch grandios umsetzen. Das hat aber was mit mir als Lehrperson zu tun und wieder mit meiner Persönlichkeit und wie stabil ich bin. Und das, glaube ich, ist vielleicht so ein Berufsbild, was mal war, aber guck uns viermal an. Also ich gehe mal davon aus, oder fünf mit dem Moderator dazu, entschuldige Sebastian. Nee, ich bin eigentlich gar nicht anwesend, das ist schon völlig in Ordnung. Wir sind doch eigentlich tolle Beispiele dafür, dass wir alle Engagiertes anders machen wollen. Christoph, was hast du dazu? Genau, dem würde ich also absolut zustimmen. Das ist die Herausforderung, aber auch die Aufgabe als Lehrender, dass man sagt, ja, okay, ich will jetzt nicht, dass die dieselben Strategien anwenden, die ich anwende. Das ist ja furchtbar langweilig. Aber ich würde dir zustimmen, das war so. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Es gibt noch so ein paar Leute, die das weiterhin so machen. Das ist aber so ein bisschen Auslaufmodell und ich glaube, das ist nicht nur bei den Hochschulen so, sondern auch gerade bei den privaten Institutionen. Ich kann dir nämlich auch genau sagen, welche Abschlussarbeiten von euch kommen und welche von Ostkreuz kommen und so, Letteverein. Ja, also ich glaube, ich kann das auch sagen, wo es herkommt. Und das muss nicht immer nur was Schlechtes sein. Also es gibt natürlich auch so gewisse Traditionen. Ne? Also das heißt, es gibt die Tradition Volkwang Essen, es gibt Dortmund und mittlerweile seit fast 20 Jahren Hannover. Ne? Also man muss es auch so sehen, Ostkreuz, also ne, es gibt da so eine gewisse Tradition und die wird dann auch irgendwie fortgeführt. Ich glaube, das Schülermeisterprinzip, das ich halte da überhaupt nichts von, ja, das ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Das kann man aber auch anders sehen. Ich nehme an, dass die Kolleginnen und Kollegen in Leipzig das ein bisschen anders sehen, ja, dass die sagen, okay, bei uns funktioniert das so und wir haben diese Meisterklassen und ich würde aber auch sagen, dass diese Kolleginnen und Kollegen bin ich mir sicher, dass die sagen würden, ja, nee, ich will jetzt auch nicht, dass die Studierenden genau dasselbe machen wie ich, weil das ist ja voll langweilig, das können wir ja schon alles. Also das heißt, wir müssen da weitergehen und darüber hinausgehen. Das ist ganz klar unsere Aufgabe und diese Diversität auch zu schaffen, ja, weil das ist eine unheimliche Bereicherung, wenn also in so einer Lerngruppe dann Dinge entstehen, die absolut nichts damit zu tun haben, was ich so mache, aber auch vielleicht nichts damit zu tun haben, was die anderen in der Gruppe machen. Ja, also das befruchtet sich unheimlich. Ja, ja. Und da ist natürlich sehr gut, wenn an den Hochschulen sind die Lerngruppen relativ groß, größer als an den privaten Institutionen. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil, weil du dann wirklich verschiedene Meinungen im Raum hast, die sich dann auch sehr dynamisch manchmal befruchten. Tatsächlich, ja, und da fliegen die Fetzen. Und das ist auch gut so. Da müssen die Fetzen fliegen. Und zu deinem persönlichen Erlebnis, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe jetzt gerade wieder einen Kurs mit Studierenden im ersten Semester. Und einige von denen haben andere Fächer studiert vorher. Technische Dinge, Maschinenbau, was weiß ich, aber auch ne, Politik oder soziale Arbeit, irgendwie was. Ne? Und die sagen, ja, okay, wie das hier ist, das gibt es nirgendwo in anderen Studiengängen, dass es so persönlich ist, dass die Lehrenden die Namen der Studierenden alle kennen, dass das wirklich so eingegangen wird auf die individuellen Lernprozesse und Entwicklungsprozesse der einzelnen Studierenden. Das ist ein Segen, ja, das ist was ganz Großartiges und das findet wirklich an den Hochschulen statt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, also ich wünsche mir das immer und ich sehe dich da auch echt als ein Stern, ein Licht am Horizont. Das Blöde ist, es gibt halt leider Gottes auch ganz andere und also zumindest mein Tipp aus meiner Erfahrung, ich habe mir irgendwie mehrere Hochschulen angeguckt, ich habe an zweien studiert. Wir haben versucht, jetzt in der Akademie auch für uns das Beste daraus zu ziehen. Das ist eben die Erfahrung, was mache ich, wenn ich einen Kurs habe und ich sitze irgendwie 2 Jahre lang bei einem Prof oder bei 2 Profs und
das kann vielleicht ganz gut funktionieren, aber ich glaube, man sollte sich, wenn man sich in einer Hochschule umschauen, wie viele unterschiedliche Strömungen kommen da hinten tatsächlich raus. Macht da einer Produkt, macht da einer, oder wird er dann gehindert oder fühlt er sich gehindert? Also das Problem, das ist halt auch da bei uns, das habe ich letztens auch festgestellt, ich kann doch kein Produkt machen, ihr macht doch nur schräge Kunst. Ich sage, wieso? Natürlich machst du Produkt. Aber was willst denn du mit schräger Kunst? Also da muss man manchmal auch den Leuten irgendwie sagen, mach das, was dir ist, aber das müssen die sich auch irgendwie, in einem bestimmten Umfeld kannst du das nicht mehr. Und wenn du an einer Hochschule bist, wo das nicht gefördert wird, dann hast du halt echt schlechte Karten, du kriegst es noch nicht mal mit. Oliver, glaubt ihr denn, also jetzt für euch quasi, ihr seid ja auch zwei ganz starke Persönlichkeiten in eurem Fotoakademie-Umfeld. Ich weiß, ihr habt auch andere Dozenten. Nichtsdestotrotz die Frage, versucht ihr, also was ist euer Ziel? Versucht ihr, keine mehr Lehrmeinung zu haben oder wie geht ihr damit um? Das ist für Studierende teil. Also wir sind ja nicht nur wir zwei und wir sind extrem unterschiedlich. Also Frank ist ja eher journalistisch unterwegs. Ich bin eher sehr, nicht statisch, aber ich bin eher so kopfmäßig unterwegs. Ich entwerfe gerne und gehe dann ins Studio oder inszeniere. Ich habe ganz andere Kommunikationsstrategien als Frank. Aber vor allen Dingen, wir haben ja unter anderem auch Christian, der bei uns eben Workshops gibt. Christoph war mal da. Wir versuchen eigentlich auch möglichst unterschiedliche Leute von extern reinzuziehen, um eben völlig unterschiedliche Meinungen zu holen. Und tatsächlich widerspreche ich mir im Unterricht, je nachdem, wen ich vor mir habe, gerne. Und dann sage ich, naja, das musst du irgendwie geordneter machen, da musst du irgendwie das Konzept anpassen und guck mal bei dem Fotografen, wie geht der mit dieser Situation und was macht der mit seinem Licht, wie geht der mit seinen Modellen und was für eine Regie hat der. Und beim nächsten, obwohl es derselbe Auftrag ist, da sage ich, Moment, das musst du einfach mal, lass das doch mal laufen und vergiss doch mal die anderen Fotografen und was ist eigentlich das, was da gerade bei dir passiert? Und dann sagt, ja, aber gerade hast du doch gesagt, der soll jetzt wo gucken und ich soll jetzt irgendwie loslassen. Sag ich, ja, ist, aber bei dir, du bist gerade festgelaufen und da fehlt noch eine Idee und da muss man einfach, je nachdem, wie man vor sich hat, völlig unterschiedlich drauf gucken. Und das ist das, was Martina meinte. Also da interessiert, da muss man eben personenbezogen drangehen. Das ist ja auch, was Christoph macht, was ich echt ganz toll finde. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich das an der Hochschule finde, muss ich sagen. Das ist meine Erfahrung. Also solche Herangehensweisen findet man an Hochschulen eher selten. Und man findet leider an Hochschulen auch Professoren, die eben keine Lehrerausbildung haben. Und Frank hat eine Lehrerausbildung. Also das ist echt hilfreich. Wie seht ihr anderen das denn? Ist das ein Problem der jeweiligen Lehrenden oder ist das ein Systemproblem? Ich würde gerne kurz dazu was sagen, als jemand, der nie in so eine Institution rein durfte oder reingegangen ist oder es verpennt hat, rechtzeitig in eine reinzugehen, wie auch immer. Also wir hatten vorhin mal den Punkt, dass es eine sehr gute Idee ist, für jeden Einzelnen, der über eine Ausbildung in die Fotografie nachdenkt, sich zu überlegen oder genau zu überlegen oder auch einfach herauszufinden, was es alles gibt und wie unterschiedlich die sind und nicht einfach das Erstbeste oder Nächstbeste zu nehmen, was einem vielleicht auf dem Weg zum Fotografen hilft. Ja? Also sich die Läden anzuschauen, die Angebote anzuschauen, mit den Studenten zu reden, vielleicht mal da zu hospitieren oder einfach reinzugucken in den Lehrbetrieb und so weiter. Das halte ich für sehr wichtig. Und jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus, eine andere Mentalität, eine andere Art voranzugehen und so weiter. Und ich persönlich hätte, wenn ich früher diese Entscheidung getroffen hätte, dass ich Fotograf werden will, hätte ich mir etwas gewünscht, wo wirklich viel auf mich einprasselt, also aus nicht nur, also unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Ästhetiken und so weiter, um mich auszuprobieren, ja, um einfach wild loszuschlagen und zu gucken, okay, der Oliver steht hier mit seiner fetten Kamera im Studio und mit seinen 200 Lichtern. Habe ich Bock da drauf, ja oder nein? Oder will ich lieber drei Lichter in die Pampa schleppen und da irgendwas mitmachen? Und so weiter. Und nochmal zu diesem Lehrer- oder Meister-Schüler-Verhältnis. Ich denke mal, wenn es so eine starke Meister, in Anführungszeichen, Persönlichkeit gibt, ist das natürlich auch etwas, an dem sich jeder reibt. Ne? Also wenn man bei dem oder derjenigen studiert und die ganzen Becherschüler haben ja nicht nur Hochöfen fotografiert und Gurski von heute macht was anderes als damals die Bechers. Ne? Und also ich will damit sagen, es ist immer, glaube ich, ein
Prozesshaftes sich entwickeln und man kann auf unterschiedliche Weise da Impulse bekommen, ne? Gegen, mit, geschoben, gezogen, wie auch immer, vielleicht auch manchmal unter Schmerzen, aber das ist genau das, worum es geht letztendlich. Und nicht dann, nur, und es hört nicht auf, wenn man das Diplom hat oder was auch immer, sondern es ist ja immer da. Ich würde gerne mal voranschreiten zu einem neuen Thema. Und zwar, wir haben sehr viel darüber gesprochen, welcher Ausbildungsweg für wen gut sein könnte, was sind die Inhalte aktuell, wie sollte sich das Lehrpersonal möglicherweise anders aufstellen. Ich würde gerne einmal darauf zu sprechen kommen, was zukünftig in der Ausbildung oder im Studium gelehrt werden sollte. Wo kommt denn aktuell CGI in der Ausbildung vor? Kommt es, ist es bei euch in Köln Thema, bei euch in Hannover oder in Frankfurt? Bei uns kommt es vor, allerdings noch nur in einem Kurs sozusagen, wobei wir das relativ früh aufgreifen, das Thema. Und wir ein paar Schüler jetzt schon hatten, die dann zum Beispiel weiter studiert haben und das aufgegriffen haben und sich dann von der Fotografie zum CGI-Experten am Wandeln sind. Also ja, es könnte stärker sein natürlich, aber wir sind schon dabei. Wir geben Einblick. An die Herren in der Runde. Ist es sinnvoll, in diesem Bereich in der fotografischen Lehre zu investieren? Ich würde das jetzt nicht alles auf CGI beziehen. Ja, CGI ist ja nur eine Sache von ganz vielen Technologien, die es auch jetzt noch nicht irgendwie neu sind. Ja, also das VR gab es ja nicht neu. Das gibt es vor 15 Jahren schon. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt zwangsläufig diesen Technologien hinterherlaufen müssen und sagen, okay, das ist jetzt das Neue, was ja gar nicht stimmt. Ja, also das ist ja alles irgendwie schon eine Weile da und müssen das jetzt ausbilden, weil sonst sind wir nicht modern oder wir sind nicht mehr relevant, nur weil wir jetzt keinen Kurs haben zu CGI, was tatsächlich einige Hochschulen haben, was aber relativ getrennt ist. Ne? Also zum Beispiel in Nürnberg, die haben das sehr ausgeprägt, CGI, aber das ist sehr auf den kommerziellen Bereich beschränkt zum Beispiel. Ne? Und CGI kann natürlich, also Computer Generated Imaging, das kann natürlich auch im künstlerischen Bereich stattfinden. Und ich glaube, da ist es dann gar nicht mehr so entscheidend, ob man dann, das ist ja dann nur eine von verschiedenen Ausdrucksweisen, ja, und es kommt ja darauf an, was ich erzählen will und ob ich das jetzt wirklich, wie und wie ich das dann mache, die Art und Weise, auch technisch, das ist ja die zweite Frage. Und deswegen glaube ich, sollten wir nicht jetzt sagen, CGI ist die Zukunft und das müssen wir jetzt alle machen oder VR oder Augmented Reality oder so, da ist die Zukunft. Ja, weil, das weiß ja niemand, ja, also es hätte ja auch niemand gedacht, dass das Faxgerät ausstirbt, ja, also, ne? Keine Ahnung, das weiß ja, ich würde es jetzt so formuliert, wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt möglichst breit ausbilden und ihr möchtet auch, dass die Schüler und Studierenden gerne alles mal gesehen haben, so wie auch Oliver und Frank das sehen, dann wäre das doch zumindest mal ein Punkt, der unbedingt erfasst werden muss, oder wie siehst du das, Oliver? Ist so, wir hatten auch schon, Moment, ich klicke gerade. Moment. Ja, muss erfasst werden. Ich würde es aber eigentlich so sehen wie bei Christoph. Es ist eigentlich ein neues Werkzeug. Es ist so ähnlich wie, auf einmal gibt es Photoshop und auf einmal bin ich nicht mehr in der Dunkelkammer und ich muss nicht mehr die Chemie, sondern jetzt muss ich auf einmal Photoshop oder Rockonverter lernen. Kann man auch CGI machen. Tatsächlich würde ich sogar noch erweitern und würde ich sagen, ja, was ist eigentlich mit Bewegtbild? Und ich meine nicht Film. Viele Fotografen werden gefragt, kannst du Bewegtbild? Wird das denn gelehrt? Jein, genauso wie das CGI. Also wir haben, wie gesagt, eine Diplomarbeit in Bewegtbild, die rein auf dem Rechner entstanden ist. Und ein externer Prüfer, der hat gesagt, das prüfe ich nicht, das ist doch keine Fotografie. Wo ich denke, Moment mal. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich den Prüfer nochmal einlade. Ich finde, ja, sollte man können, aber ich würde da nicht so einen Hype drum machen. Und genauso ist es beim Bewegtbild. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sage, jetzt müssen alle sofort Bewegtbild und mit Storyboard. Es ist in dem Fall, in beiden Fällen auf freiwilligen Basis. Das heißt, es gibt keine Pflichtaufträge dazu, aber wenn das einer machen möchte, wir haben Dozenten von extern, die auch Spiegelreportagen und sowas machen und mit denen kann man Bewegtbild machen oder auch eben computergeneriertes Imaging. Aber es ist so ähnlich wie Photoshop. Photoshop ist bei uns auch freiwillig, weil es gibt Leute, die sind Grafikdesigner, Webdesigner, Architekten, die können Photoshop. Das heißt, das ist ein Kurs, den kann man machen, den muss man nicht machen. Wer Photoshop kann, der wird da jetzt nicht verpflichtet, das nochmal zu machen, nur um seinen Schein zu haben. Ich meine, ich sehe ja dann, ob die Bilder funktionieren oder nicht funktionieren, die aus dem Rechner kommen.
Martina, wie ist dann bei euch die Entscheidungsfindung gewesen? Warum habt ihr euch dann dafür entschieden, das mit aufzunehmen in die, ins Curriculum? Die Einsatzgebiete für einen Fotografen, für einen Ausgelernten sind ja weniger geworden. Es gab weniger Produktfotografen und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass wenn man Fotograf ist, mit den Kenntnissen der Studiobeleuchtung, zum Beispiel, dass dann das CGI nochmal ganz anders angegangen werden kann, wie wenn das jemand aus einer Grafikerszene ja. angeht. Und da wollten wir einfach unseren Schülern einen Einblick gewähren und sagen, hier, wenn euch das interessiert, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, zweites Standbein, oder vielleicht haben sie Bock, die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen, auch möglich, dass sie das machen können. Ich glaube übrigens auch nicht, dass man da jetzt auf jede Technologie wie verrückt aufspringen muss. Informationen, ja, auf alle Fälle, aber am Ende, glaube ich, wird sich der Beruf des Fotografen für meine Begriffe zumindest eher dahin entwickeln, dass wir Bildermacher sind, und die Frage ist jetzt, wie machen wir sie denn? Welche Techniken gibt es oder welche Möglichkeiten habe ich denn für den Auftrag passend oder generell, was möchte ich machen? Also ich würde den Beruf Fotograf ein bisschen umbenennen, glaube ich, mittelfristig. Wo würdest du denn hinbenennen? Bildermacher. Bildermacher, das finde ich ganz interessant. Ich habe einen Einspieler vorbereitet, und zwar haben wir ja auch im Rahmen der, des Themenschwerpunktes mit Henning angesprochen. Henning ist der Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses des Zentralverbandes Deutscher Berufsfotografen. Und er hat Folgendes gesagt. Wir können mit der Handwerksleistung alleine, die wir über den Tagessatz abrechnen, wahrscheinlich in Zukunft alleine nicht mehr überleben. Wie können wir dem Kunden einen höheren Nutzen unserer Arbeit bieten, sage ich mal? Und da bin ich der Ansicht, wir müssen einfach die Beratungsleistung mehr in den Vordergrund stellen. Das heißt, dass wir den Kunden beraten können, wie seine Fotos, wie seine Bildsprache aussehen muss. Ich denke da zum Beispiel an Dr. Martina Mettner, die ich sehr schätze. Die sagt auch, wir sollten uns mal überlegen, ob es der richtige Weg ist, unsere Arbeit über den Stundensatz abzurechnen. Ist es nicht viel sinnvoller zu sagen, wir gucken mal, welchen Nutzen hat denn der Kunde von unserem Produkt? Und dass man sagt, okay, wenn der Kunde jetzt eine Umsatzsteigerung von 100.000 Euro kriegt, wie hoch müsste denn dann unser prozentualer Anteil sein davon, den wir als Lohn für unsere Arbeit bekommen? Wie seht ihr das? Also ich war das nicht schon immer so, dass der Nutzen und der Sinn dessen, was die Fotografen abgeliefert haben, letztendlich bezahlt wurde. Natürlich in unterschiedlichen Märkten völlig unterschiedliche Weise. Und diese Tagessatzgeschichte ist ja nur ein Abrechnungsmodus. Der eine hat einen Tagessatz von 500 Euro und der andere hat einen Tagessatz von 5.000 Euro. Und je nachdem, wo er unterwegs ist und welche Kunden er hat und was er diesem Kunden für ein Versprechen geben kann, das er möglicherweise auch einhält, werden halt diese Summen dann halt aufgerufen und bezahlt oder auch nicht. Ich glaube, das ist kein neuer Gedanke. Wir, im Grunde haben wir noch nie was anderes verkauft außer Nutzungsrechte. Christoph, wie siehst du das? Ja, also ich würde eigentlich absolut zustimmen. Klar, also ne, damit, da kann man mal irgendwie alles drüber nachdenken, aber das wird natürlich unsere grundsätzlichen Probleme nicht lösen. Also dass einfach die Fotografie und egal, ob wir über redaktionelle Fotografie, über das Handwerk oder was auch immer sprechen, dass wir darum kämpfen müssen, dass das gewürdigt wird. Also dass unsere Arbeit tatsächlich anerkannt wird und gewürdigt wird, so wie andere Kulturschaffende auch. Und da müssen wir, das ist so ein Kampf, und da müssen wir einfach uns, das müssen wir annehmen als Herausforderung und dann das Beste draus machen. Das drückt sich nicht immer alles in Geld nur aus, und man sollte nicht den Fehler machen, nur über den Markt nachzudenken, denn das ist ja nicht alles, was wir tun. Ja? Also das, darüber hinaus ist es natürlich, ist die Fotografie auch ein Kulturgut, und ich glaube aber auch, dass die Fotografie als Medium, und da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung als Martina, die auch zukunftsfähig ist und nicht unbedingt umbenannt werden in Bildermacher oder so. Also das ist klar, dass wir Bildermacher sind, aber ich würde tatsächlich auch an der Idee des stehenden Bildes festhalten. Ne? Film ist wichtig, und das findet auch alles in unseren Ausbildungen statt. Video, die ganze Online-Publikationsformen, super interessant. Das ist alles relevant und wichtig, aber am Ende geht es um das
das stehende Bild, tatsächlich die Fotografie, die es immer noch gibt, erstaunlicherweise, und die es, glaube ich, auch noch eine Weile geben wird. Es gab noch nicht so viele Standbilder wie heute. Tatsächlich, ja. Das ist richtig. Ich verkleide es immer so ein bisschen mit dem Fahrrad. Das gibt es immer noch. Das Fahrrad, sogar mehr denn je. Also vielleicht ist das Fahrrad eine der Lösungen für die Zukunft. Wer weiß, ja. Also, und so, vielleicht ist die Fotografie so eine Art Erfindung, anders als das Faxgerät, die bleiben wird. Also das stehende Bild, ich glaube, ist zukunftsfähig. Und ich denke, wie man jetzt am Ende das alles abrechnet und wie man das mit dem Markt alles gestaltet, da muss man tapfer kämpfen, gemeinsam, solidarisch auch für kämpfen, dass es da eine Anerkennung gibt für diese Arbeit, die wir da leisten. Aber wir müssen gleichzeitig so ein Vertrauen in unser Medium uns erhalten. Ja, wir dürfen jetzt nicht anfangen zu zweifeln und sagen, vielleicht ist die Fotografie ja auch altmodisch und wir brauchen die gar nicht mehr. Naja, also diese Woche kam raus, dass die Fotokina abgeschafft ist. Vielleicht ist das ja schon ein Wink mit dem Zaumfall. Aber die Fotokina ist nicht die Fotografie. Ah, genau. Nee, das war ja viel Dank. Ehrlich gesagt. Genau, die Fotokina ist eine Messe und das hat mit dem Medium Fotografie tatsächlich relativ wenig zu tun, würde ich mal behaupten. Naja, ich glaube, das ist eher die Diskussion, dass einfach der Amateurmarkt wegbricht, weil halt so viele Handys da sind und was ja nicht heißt, dass dann wir als Fotografen obsolet sind. Aber eigentlich ist der Punkt ja, dass der Amateurmarkt keineswegs wegbricht, sondern dass er halt einfach Handys benutzt. Eben. Ja, aber das ist doch noch ein, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar, wenn man jetzt, Computational Photography, neuronale Netze, Machine Learning, sind das nicht alles die natürlichen Feinde des Profis, weil eben die Komponente des Handwerks zumindest im Tageslicht einem komplett abgenommen werden soll? Was der Amateur denkt, der immer denkt, dass halt die bessere Technik und die Automatisierung das Bild macht. Und wenn ich dir einen Porsche hinstelle und du kannst kein Auto fahren und du weißt nicht, wo du hin willst, dann hast du auch vom schönsten Auto nichts. Da bringt dir die schönste Technik nichts. Ja. Aber ich wollte noch einen Punkt vielleicht nochmal, weil Sebastian es eben so sagte. Ich habe mit Frank, was die Kosten der Ausbildung angeht, die ich für echt niedrig halte, für das, was wir bieten. Wir haben auch mal diskutiert, dass wir eigentlich das, was wir den Leuten bieten, tatsächlich mal nach dem abrechnen, was sie damit an Gewinn erwirtschaften können. Ich glaube, das würde unser Einkommen in extremer Weise nach oben pushen, weil wenn ich so sehe, was der eine oder der andere, der bei uns raus ist, jetzt für Tagessätze aufruft und was ich für einen Tagessatz habe, wenn ich in die Akademie gehe und da unterrichte, da werde ich neidisch. Und auch so der eine oder der andere sagt, ich kann mir das nicht leisten, wo ich sage, du baust dir eine Homepage, du bietest das, was du jetzt schon mit deiner Mappe zeigst und kannst, bietest du an und da kannst du locker deine Ausbildung von zahlen. Also ja, ich sehe das auch so. Das Blöde ist, ich krieg's nicht durchgesetzt, weil dann will es gar keiner mehr. Wie seht ihr denn den anderen Punkt, den Henning angesprochen hat, das Thema Beratungsleistung? Seht ihr das als validen Punkt, der für die Zukunft wichtig wird oder habt ihr da keine Vision, dass das ein interessanter Faktor ist? Also in meinem Metier ist es gar nicht rauszuhalten. Der Fotograf oder wir als Fotografen sind immer gegenüber unseren Kunden, die ja meistens keine Bilderprofis sind, sondern eben einfach Geschäftsführer, Unternehmensleiter und so weiter, sind wir immer Berater und geben im Grunde eine ästhetische Richtung vor oder wir empfehlen ein Vorgehen oder wir sagen letztendlich, okay, so sieht es bei dir aus und wir schlagen dir jetzt vor, wie deine Motive sein könnten, damit sie wirkungsvoll sind, damit sie den gewünschten Effekt haben und so weiter. Das ist alles, das ist total da drin und ich kann mir eigentlich gar keinen, dass dieses, also wir reden ja jetzt von einem Kundenverhältnis oder von einem Verhältnis zwischen Kunden und Fotografen, ne? Und wie auch immer der Kunde aussieht, das ist ja, kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein, ob man jetzt einen Redakteur vor sich hat oder einen Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens oder was auch immer. Letztendlich geht es immer darum, den Kunden davon zu überzeugen, was man da vorhat und was man selber gut findet. Aber ist das dann Beratung? Ist das dann nicht ein Verkaufsgespräch? Und Beratung beginnt da, wo man eben sich selber vorausnimmt? Sagt, das ist das Beste für euch und wenn ich das nicht bin, dann ist das vielleicht so? Naja, aber ich kann ja niemals einfach sozusagen diktatorisch vorgeben, was der jetzt zu machen hat, sondern es ist immer eine Auseinandersetzung und es ist immer ein, da gibt es Wünsche, da gibt es Ansprüche von der anderen Seite, das ist ein Hin und Her und am Ende gibt es einen Konsens und einen Prozess und da sind auf jeden Fall Beratungsinhalte drin. Und ganz praktisch jetzt, in vielen unserer Projekte ist ein Tag oder ein halber Tag
Gespräch oder Workshop, könnte man sagen, Bestandteil des Projekts, damit man sich erstmal darüber verständigt oder darauf verständigt, was denn eigentlich geschehen soll. Und das berechnen wir auch. Martina, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ich glaube, dass das gar nicht so neu ist auch übrigens, weil das eben Teil des Fotografen auch ist. Also das gehört zur Planung dazu, das gehört zur Umsetzung, den Kunden verstehen. Und es wird eine Menge beraten. Nur das Selbstverständnis dazu, dass das auch abrechenfähig ist sozusagen, das ist nicht so viel vorhanden. Und das ist das Neue daran. Das dem Kunden zu erklären, kann man machen, halte ich für wirklich schwierig. Es gibt Kunden, die sind das gewöhnt, weil sie über eine Agentur kommen und da sowieso einen anderen Weg laufen. Aber wenn ich jetzt den Otto-Normalverbraucher nehme, der auch als Kunde existiert übrigens, dann ist das dem ganz schwierig beizubringen. Ja. Auch wenn ich für den die Weihnachtskarte konzipieren muss oder sowas in der Richtung. Ich glaube, also, das kommt sehr darauf an. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was du an Kunden hast, und ich glaube, das kommt sehr darauf an, was du als Fotograf für Mensch bist. Beate Steil, die studiert gerade bei uns. Frank hatte sich irgendwie 2-3 Projekte von ihr angeguckt und meinte, mach da eine kleine Minimappe draus, zeig das an Theatern, weil was du da machst, das ist in einem Theaterkontext echt interessant. Und das hat sie dann auch gemacht, und wer hätte es gedacht, sie hat einen Minijob als Festanstellung an einem Düsseldorfer Theater bekommen, als Fotografin, aber mit erweiterter Kompetenz, weil sie soll auch beraten in den Kampagnen, wie die zum Teil sogar Stills machen, die dann in den Theaterstücken irgendwie auf Beamer kommen, und sie soll da die kreative Bildberaterin sein. Also offensichtlich gibt es da sogar einen Job für. Andererseits, wenn ich irgendwie mal für die Rheinischen Olefinwerke irgendwelche merkwürdigen ölabkömmlichen Produkte fotografieren sollte, wo ich denke, und wofür ist das Ganze? Das sollte für Messen und sonst was sein. Und dann kommt irgendwie ein Art Director von, eben, jetzt haben wir es nicht nur als Fotografen, sondern wir haben es ja dann teilweise eben auch mit Art Direktoren von Agenturen zu tun, die ja dann ganz häufig auch so mit dicker Brust und Hose daherkommen und sagen, das ist aber unser Konzept. Und dann sage ich, ja, das ist zwar alles ganz schön, aber ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass man das ganz anders machen kann. Und ich weiß, es ist morgen Deadline, aber können Sie das noch einmal 24 Stunden nach hinten stellen? Ich habe da nämlich eine ganz andere Idee. Und Sie brauchen es nicht zu zahlen, aber ich mache Ihnen die Bilder und Sie können damit tun oder lassen, was Sie wollen. Und dann haben sie tatsächlich die Deadline 24 Stunden geschoben. Ich habe die nach dem Studio verbracht und kam mit völlig anderer Idee. Und die meinten, ach so, ja, nein, wir machen das anders. Aber da muss man dann im Zweifelsfall seinen Kunden von überzeugen. Und das war dann auch jahrelang ein fester Kunde von mir, weil sie eben wussten, aha, der macht nicht nur das, was der Art Director sagt und umsetzt, sondern der kann ja sogar selber denken. Das muss man aber tatsächlich einem Kunden bisweilen auch beibringen. Und genau da wäre mir eine Frage anzusetzen, nicht zu sagen, ist das denn nicht auch bezahlenswert? Also sollten wir nicht unser Verhältnis zu den Agenturen... Ja, klar, habe ich mir das bezahlen lassen. Ich habe gesagt, ne, wenn sie wollen, gerne. Sie müssen es nicht nehmen. Und die haben ja dann auch darauf, war ich dann lange... Die Ideenfindung meine ich. Die ja, natürlich. Also, ne, denn, also da kann ich jetzt natürlich mal meine ganz eigene Position auch mal preisgeben, wo ich ja selber sage, also ein großer Themenschwerpunkt ist die Bildstrategieberatung, wo ich nämlich glaube, dass wir in Zukunft viel mehr mit zu tun haben werden als mit dem Fotografieren selbst. denn es gibt eben ein großes Bildangebot, das da ist und das auch zu großen Teilen schon gut funktional ist. Und wir uns aufs Bilder sortieren und Bilder auswählen bestimmt auf einen gewissen Teil fokussieren werden müssen. Und da ist eben die Frage, wie kann man seine Kunden davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, wir haben die Bildkompetenz als Fotografen und nicht die Agenturen, die in der Regel ja Bildgestalter oder gelernte Grafiker sind. Sollten wir da nicht unser Selbstverständnis als Fotografierende irgendwie doch überdenken? Das ist ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also ich habe ja unter anderem auch Psychologie studiert und ich habe auch eine Ausbildung gemacht am Rheingold-Institut, und das ist ein Medienforschungsinstitut, und habe auch relativ lange für das Rheingold-Institut gearbeitet, die sowas wie Filmanalysen machen, bevor ein Film auf den Markt kommt, etc., eine Platzierungsanalyse. Ich habe mitgearbeitet an der Telekom-Aktie und der Platzierung und der Recherche dazu, wie die Spots damals aufgesetzt werden mussten. Und das ist natürlich ein ganzer Markt, dieses ganze Beratungsding. Und warum sollte ein Fotograf nicht bei, jetzt muss jetzt nicht Rheingold sein, ich will jetzt keine Schleichwerbung für das Institut machen, das ist aber halt schon ziemlich Großes. Aber klar, gibt es da auch Fotografen, die für die arbeiten, weil sie eben diese Bildkompetenz haben, die vielleicht aber dann
nicht die psychologische Kompetenz haben, die bei Rheingold häufig gefragt ist. Die sind halt noch mit einem ganz bestimmten psychologischen Ansatz, wo die rangehen. Also ja, aber da sehe ich überhaupt kein Problem. Und die Frage ist, für wie kompetent hält man sich und will man das und sucht man danach? Also Fotograf ist nicht zwingend jemand, der eine Kamera in der Hand hat. Es gibt auch Editoren, es gibt Kuratoren. Ich glaube, der ganze Markt ist deutlich größer, den ein Fotograf bedienen kann und nicht zwingend mit einer Kamera. Und ja, finde ich gut. Christoph, du wirktest eben kurzzeitig so, als ob du schon kurz vorm Platzen wärst. Bin total entspannt. Nee, aber es ist eigentlich, finde ich richtig, aber es ist nichts Neues. Ne? Also das heißt, ein großer Anteil der Absolventinnen und Absolventen von den Hochschulen arbeiten zum Beispiel als in der Bildredaktion. Und das ist eigentlich das. Ne? Also das heißt, die sagen, okay, wir suchen nicht nur so ein paar Bilder raus, sondern wir sind Teil des Produkts. Wir beraten tatsächlich und arbeiten gemeinsam mit der Artdirektion und finden die Bilder und machen also wir erzählen diese Geschichten visuell. Also von daher gab es es eigentlich schon immer und war auch immer Teil der Ausbildung an den Hochschulen, zu sagen, okay, es geht um Bildexpertinnen und Experten und ob die jetzt dann am Ende fotografieren oder wie du das nennst, beraten. Ich denke, man sollte da ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass unsere berufliche Zukunft darin ist, so eine Art Firmenberater zu sein. Oder Filmberaterin, ja, weil klar, das ist, da ist viel Geld zu verdienen, denke ich, aber es ist natürlich auch doch ein sehr, sehr, naja, ich glaube nicht, dass das so der einzige Weg ist, ja, also das kann bestimmt interessant sein. Ich glaube nicht, dass das so die Lösung aller unserer Probleme sein wird. Ich glaube, das wird vielleicht ein Element sein, die für einige wie dich, Sebastian, vielleicht dann ganz gut passen. Ja? Also ich glaube, ich würde das gerne ergänzen. Ich glaube, das ist auch wieder einfach eine Persönlichkeitsfrage und eine wie man sich selbst versteht. Ja? Also das, was du, Sebastian, jetzt angeregt hast oder in die Richtung, in die es bei dir geht, das ist ja, dass man im Grunde Agenturleistungen zusätzlich erbringt. Eben aus der Sicht des Fotografierenden oder desjenigen, der mit der Fotografie total eng ist. Während man bei Agenturideen ja oft das Gefühl hat, da hat kein Mensch Ahnung von Bildern oder von Fotos, sondern die illustrieren Slogans oder heftiges Nicken auf allen Seiten. Ja. Genau, und das ist ja auch zum Teil äußerst unbefriedigend für Fotografen, die in diesem Kontext dann arbeiten, weil sie irgendwas auf den Tisch gelegt kriegen, so ungefähr, also so ziemlich genau so muss das aussehen und du weißt, wie das geht, also mach mal. Und finde ich persönlich extrem unbefriedigend. Das ist auch einer der Gründe, warum wir nur zwei Agenturen als Kunden haben. Und die haben die Eigenschaft, uns laufen zu lassen. Die gehen zwar mit, aber die lassen uns laufen. Und dann sagen sie ab und zu mal, ja, aber ich hätte hier gerne noch ein Detailbild oder irgendwie sowas. Wunderbar. Und ganz kurz, wenn man jetzt den Trieb hat, jetzt wirklich, sagen wir, ich überspitze mal, im Anzug dem Kunden gegenüber zu sitzen und in einem viertägigen Workshop die Bildstrategie der nächsten 10 Jahre zu entwickeln, aus der Fotografensicht heraus oder aus dieser Tradition oder aus diesem Selbstverständnis heraus, dann ist das mit Sicherheit eine gute geschäftliche Idee. Ob das jeder kann, wage ich zu bezweifeln und ob das jeder will, auch. Und es kann auch genauso gut andersrum funktionieren, dass nämlich Fotograf A und Fotografin B einfach für irgendetwas Besonderes stehen, für einen Themenschwerpunkt, für einen Stil, für eine Ästhetik, für eine Besessenheit von irgendwas und deswegen gebucht werden. Und das ist immer noch auch ein sehr starkes Argument. Ist das denn ein Thema, das mehr in der Ausbildung mit berücksichtigt werden sollte, weil es zukünftig eben durch den großen Anteil an Bildern, die verfügbar sind und die geringe Bereitschaft oder die immer geringer werdende Bereitschaft der Kunden für neues Bildmaterial zu zahlen, doch relevanter wird? Darf ich ganz kurz sagen, ich bin nicht sicher, ob diese These stimmt. Ich glaube, die Bereitschaft, Geld in Stockfotos zu investieren, war mal wesentlich höher, als sie momentan ist. Oder zumindest ist diese Welle oder wie auch immer man sie bezeichnen mag, meiner Ansicht nach vorbei. Also unter unseren Kunden kann ich nur feststellen, die wollen kein austauschbares Bildmaterial haben. Die wollen sich selber sehen und sie wollen sich gut sehen. Und ich glaube, das ist
generische Bilder erzählen generische Geschichten. Und wenn ich was erzählen will, und ich will irgendwas verkaufen oder irgendwas in die Welt rausschreien, dann geht das ab und zu mit generischen Bildern. Aber im Endeffekt, du brauchst halt jemanden, der weiß, was will der Kunde kommunizieren und an wen und mit welchen Mitteln geht das. Und das wirst du mit generischen Bildern nicht hinbekommen. Und wenn ich mir angucke, nur auf den Punkt, der davor noch den Christian bewegt hatte, wenn ich mir wieder Ehemalige angucke, die einen, die sind in der Lage tatsächlich zu sagen, ah, ich habe diese Idee und ich weiß, ich kann das so und so, und die machen tatsächlich sehr individuell abgestimmte Fotos, je nachdem für welchen Kunden, und sind die so ein Chamäleon, und man sieht nicht, ah, das ist der Look, sondern, ah, okay, das ist jemand, der unterschiedliche Handschriften für unterschiedliche Zwecke beherrscht. Das sind dann in der Regel auch die, die eben ins Gespräch gehen und sich überlegen, okay, wer ist der Kunde, was braucht der Kunde, für wen ist das gedacht, wo soll es publiziert werden? Und das sind aber in der Regel dann auch die, die sich rumsprechen, und das sind dann die, die nach 5 oder 10 Jahren die echt hohen Budgets kriegen oder hohe Tagessätze haben. Und es gibt eben auch die, die sagen, nein, ich möchte gerne einfach meine Standardsituation haben, ich möchte das so fotografieren und ich habe irgendwie diesen Look und damit muss es jetzt gehen. Da weiß ich, was ich kriege, da brauche ich keine Beratungsleistung. Ich glaube, das ist individuell extrem unterschiedlich, ob man die Beratung macht, ob man das überhaupt will. Aber das ist im Prinzip, was Christian eben schon gesagt hat. Ich glaube, das, und auf die Frage, braucht man das bei der Ausbildung? Gerade weil das so persönlich ist, würde ich sagen, ja, aber im Sinne von nicht, alle müssen irgendwie beraten können, sondern der eine will nicht, vielleicht ist er auch einfach zu schüchtern und der will einfach nur sein Ding machen, und der andere, der ist eben extrovertiert und der kann die anderen überzeugen, na gut, mit denen kann man dann an so einem Punkt auch fröhlich arbeiten und über bestimmte Konzepte arbeiten, wie könnte man sowas angehen, und mit anderen kannst du das eben nicht. Also ja, Teil der Ausbildung schon, aber verpflichtend, nee, kommt auf das Individuum, das man vor sich hat. Aber geht es nicht schon viel früher los? Entschuldigung. Ich kann natürlich mit jedem nicht diese Beratungstätigkeit üben, oder will ich vielleicht auch gar nicht. Aber es geht ja viel früher los, und das gehört auf alle Fälle in die Ausbildung. Das ist Bildanalyse. Also ich muss wissen, wie funktionieren die Bilder? Funktionieren sie überhaupt? Warum tun sie das? Und dieses ganze Spektrum. Und wenn das einer verstanden hat und nicht ganz blöd ist, dann kann er das auch ein ganzes Stück adaptieren auf das, was er seinem Kunden da sagen will. Klar, das ist die notwendige Voraussetzung. Auf alle Fälle in die Ausbildung. Und wir kriegen natürlich, wir haben ja auch ein bestimmtes Zeitfenster, sagen wir mal ehrlich, die Fotografie ist so ein Riesenteil. Wir können natürlich auch nicht Kopf auf das ganze Zeug, was man dazu brauchen könnte, eventuell irgendwann mal reinpacken. Aber wir können natürlich Basiswissen oder Mauern legen, ja, oder zumindest mal zeigen, in der Richtung könntest du, wenn es notwendig ist, suchen gehen. Genau, und wenn dann einer psychologisch irgendwie unterwegs ist und gerne berät, ja, los, mach. Also das kann er ja dann auch gerne tun und gut. Ja, das ist ja der alte Satz, dass man im Grunde, also es wird, glaube ich, meistens aufs Studium gemünzt, gilt aber eigentlich für alle Ausbildungen, dass man eben nicht lernt, irgendetwas wirklich in einem umfassenden Sinne zu sein, sondern dass man lernt, wie man herausfindet, etwas zu lernen, ne? Oder sich einem Thema zu nähern oder einer Technik oder was auch immer. Und das ist in der Fotografie nicht anders. Und nochmal zu diesem CGI zum Beispiel, also mich interessiert es überhaupt nicht. Ja? Und wenn ich ein Studium gemacht hätte, dann hätte ich mir so einen Kurs angetan und hätte da auch gerne am Rechner rumgespielt und das Maul aufgesperrt und gesagt, ach, guck mal einer an, das ist ja cool, wie man hier die Lichteffekte setzen kann oder so. Ja? Ich würde es trotzdem nicht machen. Genauso gut könnte man sagen, man müsste Drohnenfotografie lehren oder solche Dinge, ja. Und aber man kann sich auch einfach eine Drohne kaufen und mit dem Ding losfliegen und gucken, was dabei rauskommt. Ihr habt jetzt 2 ganz wichtige Sachen gesagt. Und zwar, wir haben ein Zeitfenster und wir haben was gelernt. Und zwar möchte ich da auch einen genauen Punkt machen. Und zwar, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, bitte ergänzt da. Also was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, wenn wir eins brauchen für diejenigen, die Fotografie lernen wollen, dann ist das Eigeninitiative in allen Ausbildungswegen. Da führt kein Weg drumherum. Also es wird einem nichts geschenkt. Das kann in anderen Berufen anders sein. Da möchte Oliver noch was hinzufügen. Ja, das klingt so nach dem Schlusswort. Ich hätte tatsächlich aber noch eine Frage. Du, dann nehme ich das nochmal zurück. Kein Problem, bitte. Also, das ist die Frage der Projektarbeit. Weil für mich scheiden sich da gerade die Fachhochschulen, die Kunsthochschulen voneinander. Und wenn es darum geht, was ist für wen gut? Ich weiß nicht, wie das bei Christoph als einem der Vertreter ist. Also ich weiß von ehemaligen Studenten, die von Dortmund kamen, dass
ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, das ist jetzt 5 Jahre her, dass es da tatsächlich möglich ist, ein ganzes Studium im Minimalaufwandsfall mit einer Projektarbeit im Semester und wenn man das dann auf die Semester hochrechnet, von 6 bis vielleicht 8, wenn man das Diplom mitrechnet, Projektarbeiten das Studium meistern kann, wo ich denke, das ist echt eine herbe Leistung. Wie kann ich ein fotografisches Projekt pro Semester, das dann totdiskutiert wird, ein paar Semester lang machen und dann sagen, ich bin Fotograf? Also ich finde, dass gerade die praktische Ausbildung, dass man sehr viele Projekte macht, sehr wichtig ist und nicht, dass man eins totdiskutiert. Wäre für mich so ein, die Frage, wie, bin ich da noch zu oldschool oder wie läuft das an Hochschulen? Ja, also, eine berechtigte Frage. Da gibt es sehr unterschiedliche Strategien tatsächlich. Ne? Ich habe einige Zeit in Dortmund unterrichtet, da ist es so, dass die Studierenden so 2 bis 3 Projekte gleichzeitig machen. Und das sind also in den höheren Semestern, ne? Im 1., 2. Semester ganz viele kleine Projekte, sehr kleinschrittige Dinge und was so eine Grundlage bildet. Und dann später geht es dann in größere Projekte über und das sind dann vielleicht so 2, 3 pro Semester oder so. Und andere Hochschulen, wo ich jetzt unterrichte, in Hannover zum Beispiel, da ist es etwas kleinteiliger, da hat man also kleinere Kurse und kleinere Projekte, auch bis in die höheren Semester hinein und dazu noch aber größere Projekte. Das heißt, Projekte, die auch mal vielleicht 1, 2 Semester gehen und wo man sich mal ein bisschen reinfuchsen kann, was natürlich sehr wichtig ist als Vorbereitung für die Bachelorarbeit, die dann danach kommt, die dann natürlich etwas, die natürlich viel umfangreicher ist und das auch sein sollte. Da gibt es also verschiedene Strategien. Entscheidend ist, dass die Bock haben, würde ich mal sagen. Ja? Also natürlich kann man sich da so durchwursteln mit sehr wenig Arbeitsaufwand, wenn man das will. Aber da hat man ja gar nichts davon, denn hinterher kriegst du da so einen Zettel, da steht dann Bachelor drauf. Aber wenn du nichts gelernt hast und keinen Bock hattest und es nur so das Nötigste gemacht hast, ja, dann ist das ist ja gar nichts wert. Also das, natürlich funktioniert das nur für die Leute, die wirklich Gas geben und motiviert sind und wirklich was lernen wollen und dafür brennen, für das Medium brennen. Und da ist es dann nicht entscheidend, wie ich finde, ob man dann ganz viele kleine Projekte macht in ganz vielen verschiedenen Genres der Fotografie. Für mich persönlich, ich denke, das ist zu verschult. Ich glaube nicht, dass diese Selbstfindung, dass es sehr zuträglich ist, wenn man sich in so Mini-Projekten verzettelt, wo man alle 2 Wochen irgendwelche halb kommerziellen Bilder da hinlegen muss. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie die Leute wirklich weiterbringt. Gleichzeitig würde ich dir zustimmen, wenn man also wenig fotografiert und viel quatscht, kommt man auch noch nicht weiter. Also man muss natürlich viel arbeiten, muss viel fotografieren. Das ist wie, wenn man ein Instrument lernt, dann kannst du ja auch nicht sagen, ich übe nie, aber ich rede viel darüber, dass ich, wie ich Saxophon spiele. Das bringt ja gar nichts. Also muss wirklich das Instrument wirklich viel spielen, aber das muss nicht so sein, als müsste jede Woche ein neues Stück lernen. Du kannst auch mal ein größeres Stück lernen über einen langen Zeitraum. Entscheidend ist, dass das intensiv stattfindet, das produziert wird und natürlich nicht, dass komplett alles totgequatscht wird, sondern wirklich, dass Dinge entstehen und Projekte entstehen und wirklich dabei was rauskommt, was auch über das Produzieren für die Kiste hinausgeht. Also es muss auch in der echten Welt irgendwie landen. Martina, du versuchst schon länger was zu sagen. Ja, was mir auf der Zunge brennt, wäre die Frage an denjenigen, der das erzählt hat, wie es da so war im Studium. Warum hast du denn nicht mehr als nur eine Projektarbeit gemacht? Also ich bin ein bisschen müde, Shocking. Ehrlich gesagt, mich rechtfertigen zu müssen oder dass wir uns jeweils immer rechtfertigen müssen, weil irgendwelche Kappen nicht genug geschafft haben. Also natürlich gibt es schlechte Berufsschulen, es gibt schlechte Unis, alles klar. Wenn ich das merke als wissbegieriger Mensch, dann muss ich sagen, okay, hier bin ich falsch. Kann ich hier noch was ändern? Nein, dann gehe ich jetzt. Das muss ich im Ausbildungsplatz machen, das muss ich an der Berufsschule machen, wo auch immer. Und ich habe echt überhaupt gar keinen Bock mehr, zu begründen, warum jemand mit wenig Aufwand irgendwo hinkommt. Ja. Der wird nicht besser werden dadurch. Und das kann schon sein, da flutscht mal so einer durch. Aber am Ende ist es mein Schüler, den ich da haben will. Und deswegen hatte ich es auch gar nicht gesagt. Deswegen hatte ich es auch gar nicht gesagt, aber es ist halt so, wir haben jetzt natürlich Zuhörer, Zugucker, die eben
von außen drauf gucken. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, das ist klar, wenn man brennt, ist es sowieso Nummer eins, das sagen wir ja alle. Aber dass man eben sich dann auch die Hochschule im Zweifelsfall genauer anguckt, im Zweifelsfall im Prinzip auch bei einer Lehre, ne? Kriege ich denn da genügend zu tun? Ja, habe ich genügend praktische Ausbildungsmöglichkeiten? Wie stehen die Professoren dem gegenüber? Und da ist die Kultur an verschiedenen Ausbildungsstellen, auch innerhalb der Hochschulen, halt sehr, sehr unterschiedlich. Also ich würde auch gerne bei Christoph studiert haben, wenn es denn damals in Deutschland gewesen wäre. Damals musste ich zumindest ins Ausland gehen. Und ich denke, es ist immer noch gerade an den größeren Hochschulen, wo halt immer noch ein paar ältere Professoren hängen, nicht unbedingt so, wie ich mir das wünsche oder wie Christoph das sieht. Und da würde ich sagen, guckt euch das vorher an. Und Christian hatte eben auch so gesagt, ne, guckt euch die Schulen an. Ich würde sagen, noch so als Tipp, sprich vor allen Dingen mal, wenn Diplomausstellungen sind oder Tag der offenen Tür ist, sprich weniger mit den Dozenten, sondern sprich viel mehr und nicht nur mit einem, sondern mit vier oder fünf völlig unterschiedlichen Studenten, vielleicht aus den höheren Semestern, und lasst die mal aus deren Sicht sagen, was sind die Vor- und was die Nachteile sind. Das finde ich, glaube ich, auch noch einen relativ wichtigen Punkt. Der brannte mir eben auf der Seele, jetzt bin ich ihn losgeworden. Sehr gut. Habt ihr noch Punkte, die unbedingt auf der Seele euch brennen, die ihr noch loswerden wolltet? Vielleicht hätte ich das eben noch machen sollen. Das Schöne ist ja, wir sind im Internet und haben die Zeit. Wärt ihr jetzt bei Anne Will gesessen, wäre das zwar wahrscheinlich besser abmoderiert und anmoderiert worden, aber dann wäre auch Schluss gewesen. Insofern habt ihr jetzt noch was, das ihr unbedingt loswerden möchtet. Also ich hätte noch einen Punkt aus der Sicht des sozusagen Selbststudierenden, wie auch immer, Quereinsteiger. Ne? Da ist es ja so, da ist nicht die Frage, ob mein Ausbildungsplatz oder Ort gut oder schlecht ist, sondern da ist nur die Frage, ob ich selbst irgendwie performe oder nicht. Und das ist, was Oliver eben gesagt hat, muss ich noch kurz aufgreifen. Du hast gesagt, schlechte und gute Ausbildungsorte und schlechte und gute Professoren und so weiter. Aber es gibt auch schlechte und gute Studenten, ne? Oder Studierende, sagt man ja heute. Und die sind ja mindestens auch ein wichtiger Teil in dem ganzen Gefüge. Und für diejenigen, die sozusagen quer darüber nachdenken, in einem späteren Zeitpunkt ihres Lebens Fotograf zu werden und quer einsteigen wollen oder wie auch immer, kann ich nur raten, ja, macht ganz viele Projekte, jeder so für sich, ja, stellt euch selbst die Aufgaben, probiert alles aus, was euch in die Finger kommt, und sucht euch Leute, mit denen ihr reden könnt, sucht euch Hilfe, sucht euch Vorbilder, quatscht Fotografen an, die ihr cool findet, sucht andere Leute in einer ähnlichen Situation oder meinetwegen Studenten von der Hochschule oder wen auch immer, denn das ist das Lebendige, und da nur den einsamen Wolf zu geben, das ist, glaube ich, führt vielleicht wirklich ein bisschen zu eng. Und das gilt aber, glaube ich, für alle, die in irgendeinem Kontext sich mit Fotografie befassen und da etwas werden wollen und lernen wollen. Das ist das Entscheidende, und das ist, sollte man durchziehen bis zu seinem letzten Atemzug. Darf ich kurz dazu antworten? Christian, stimme ich dir völlig überein. Es gibt gute Studierende und schlechte Studierende. Es gibt sehr schlechte Lehrende und sehr gute Lehrende. Das sollte aber nicht bedeuten, dass man sich da irgendwie rausredet. Ja? Also man hat natürlich auch die Verantwortung als Institution oder als Lehrender auch wirklich jedem da eine Chance zu geben. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich als Student war, ja, ich war also nicht so der tolle Student, und hab dann so meine Zeit gebraucht, mich auch irgendwie zu finden und meinen Weg zu finden, und habe auch dann tatsächlich Lehrende gehabt, die mich ermutigt haben. Und das ist dann die Aufgabe, zu sagen, okay, da ist ja jemand, der ist so ein bisschen am Struggeln und da läuft vielleicht gerade gar nicht so gut, was ist denn da los? Ja, und dann ist das nämlich, man darf nicht sagen, ja, die haben halt keinen Bock, dann habe ich auch keinen Bock oder so. Nee, also man muss sagen, okay, Da ist jemand irgendwie so am Struggeln und unsicher, oder vielleicht läuft da irgendwas nicht so, oder, und dann muss man wirklich da auf diese Menschen zugehen und sagen, okay, was machen wir jetzt? Ne? Also ja, auch, man muss es auch als Herausforderung annehmen und sagen, ich nehme alle mit. Ich will das hier für alle machen. Also wirklich jeder, der da zur Tür reinkommt, in der Hochschule oder auch in der Ausbildung, da das ist meine Arbeit, tatsächlich da alle mitzunehmen, alle abzuholen, und das muss ich als Herausforderung annehmen und kann jetzt nicht sagen, ja, die sind halt irgendwie faul oder so, ne? dann kann ich denen auch nicht helfen. Also das ist zu einfach. Ne? Wir müssen den Anspruch haben, das für alle zu machen und dass da auch alle das für sich rausziehen können und auch ihren Beitrag leisten können für die Lerngruppe. Ich glaube, dass alle
da würde ich mich dann mit dir nochmal drüber unterhalten, wenn du das noch ein bisschen länger machst. Das klingt jetzt altweise, aber ich bin ja auch nicht älter. Also alle kriegst du sie nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Es ging mir jetzt auch gar nicht darum, per se Schüler, Studierende als faul darzustellen. Da ist jeder in einer anderen Entwicklungsphase. Das macht aber den guten Lehrenden auch aus, die Leute da genau abzuholen. Nichtsdestotrotz würde ich, wenn einer irgendeine Institution ganz arg schlecht redet, erstmal hinterfragen, wie der sich denn eigentlich in der Situation so reingefummelt hat, sagen wir es mal so. Absolut, da würde ich dir absolut zustimmen. Das heißt, wenn man in der Ausbildung nicht klarkommt, dann ist es dann natürlich oft so, dass es an mir liegt. Ja? Und ich sage, okay, vielleicht ist, also, weil nämlich, wenn ist es ja auch so, dass es der Eindruck ja auch nicht richtig ist, zu sagen, das liegt jetzt alles an den Lehrenden, sondern es liegt natürlich an der, die Lerngruppe ist total wichtig. Die Studierenden und auch die Schüler, die lernen ja genauso viel von ihren Mitschülern und Mitstudierenden, vielleicht auch hoffentlich auch mehr teilweise, als von den Dozierenden oder Lehrenden. Und so und deswegen, aber da darf man sich ja auch nicht drauf ausruhen als Lehrender und sagen, ja, die machen das halt so unter sich aus in der WG, am Küchentisch, lernen die das dann schon, sondern man muss dann sagen, okay, meine Meinung, das geht auf Augenhöhe. Meine Meinung in so einem Seminar ist genauso viel wert wie die von allen anderen. Aber die anderen Meinungen, diese Diversität, die da stattfindet, die muss auch stattfinden. Das heißt, wir machen das gemeinsam als Gruppe. Und wenn man das so als Anfangspunkt nimmt, dann ist man eigentlich schon auf einem guten Weg. Und da würde ich dir absolut zustimmen, Martina. Und wenn jemand das nicht schafft, sich in die Gruppe einzufinden oder auch nicht willens ist, ihren oder seinen Beitrag zu leisten der Gruppe, dann kann man natürlich nicht so viel machen. Ne? Und dann hat diese Person auch nicht so ein positives Erlebnis dieser Ausbildung wahrscheinlich. So Gruppen sind natürlich auch immer unterschiedlich, muss man auch sagen. Also du hast da Gruppendynamiken, das kennt auch jeder, der mit Gruppen schon mal gearbeitet hat. Da hast du zwei Leute in der Gruppe, die ziehen die ganze Gruppe mit. Die schaffen das auch, die komplette Gruppe über 3 Jahre zu motivieren. Und du hast da ein bisschen wenig Arbeit, das kriegen die hin. Und dann hast du zwei in so einer Gruppe von nur 10 Leuten, die ziehen die komplette Gruppe runter und du denkst, du hast nur noch mit Kaugummi zu tun und du kommst keinen Schritt weiter. Das ist aber genau die Stelle, wo du versuchen musst einzugreifen. Ne? Ja, du also hast noch was. Ein ganz wichtiger Punkt finde ich, dass also ne, von wegen Hochschule und wo will ich tatsächlich, jetzt weiß ich nicht, wie das mit der Lehre ist und wie das an Berufsschulen genau funktioniert, von wegen Gruppen und so, aber tatsächlich, die Gruppen sind extrem wichtig und wie die Leute miteinander interagieren und ich weiß tatsächlich nicht, nichts gegen die guten Dozenten und nichts gegen die tolle Hochschule, aber ich finde, wenn die Gruppe nicht funktioniert, dann läuft überhaupt nichts. Also die Gruppe ist extrem wichtig und deswegen auch da wieder der Tipp, sprich mit ehemaligen oder mit aktuell Studierenden und guck dir an, wie ist die Stimmung in so einer Gruppe und wie wichtig wird das genommen? Oder ist das ein, ich gehe zur Uni, mache mein Seminar und gehe wieder nach Hause und bin für mich? Das wäre tödlich, finde ich. Es muss ein Ort sein, an dem tatsächlich auch Freundschaften geknüpft werden. Das ist ein Ort, wo ich das bei unseren ehemaligen immer zu hören kriege. Ja, ich habe Freunde fürs Leben gefunden und wir arbeiten heute noch zusammen. Wir haben gemeinsame Studie und sowas. Und nur wenn eine Gruppe so funktioniert, kannst du auch tatsächlich gut unterrichten. Ansonsten ist es schlecht. Und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung von den Hochschulen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber Frank und ich, wir gucken uns jeden einzelnen Bewerber an und wir gucken auch, was für Bildung haben die, wie funktionieren die im Zweifelsfall als Mensch, was passiert, wenn man denen mal ein Widerwort gibt, brechen die zusammen oder wollen die dann nur auf Konfrontation und nur auf Konfrontation, das ist dann echt für eine Gruppe echt schwierig und wir haben schon viele Leute mit guten Mappen nicht genommen, weil wir die Befürchtung hatten, das könnte ne, so ein Spaltpilz sein. Dann verzichte ich lieber aufs Geld, habe dafür aber keinen Spaltpilz in der Gruppe. Also wenn ich das in einem Bewerbungsgespräch merke, da werde ich immer ganz, ganz hellhörig, da interessiert mich dann irgendwann auch nicht mehr die Mappe, sondern funktioniert so jemand in der Gruppe und kann der uns allen weiterhelfen? Ist auch eine klassische Frage. Nur so, ne, wenn man sich auf Bewerbungsgespräch vorbereitet, was hast denn du einer Gruppe zu bieten? Sollte man sich vorher drauf schon mal was einfallen lassen? Man darf natürlich nicht unterschätzen, das ist völlig richtig so, dass sich Leute total entwickeln.
es gibt Leute, die kommen da rein, die kommen auch mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, also familiären, sozialen Voraussetzungen. Die kommen da rein und man denkt so, uiuiuiuiuiuiuiui. Und dann nach 2 Jahren denkst du, boah, das ist eine der wichtigsten Personen, die diese Gruppe überhaupt hat, weil, wie Martina das ja schon beschrieben hat, diese Person vielleicht die Gruppe mitzieht. Und man hat sie vielleicht auch am Anfang selber komplett falsch eingeschätzt. Das passiert. Und das muss man ein bisschen mit einkalkulieren. Und deswegen denke ich, man darf nicht versuchen, zu clever zu sein, sozusagen, sondern einfach auch diese Menschen zu nehmen, wie sie sind und sagen, okay, wir machen jetzt gemeinsam das Beste draus und jeder hat seine Stärken und Schwächen und wir brauchen diese Diversität und ich gebe aber natürlich den als Lehrender den das Lernumfeld auch in einer gewissen Weise vor. Ja, ich kann also natürlich auch diese Gruppe stärken, indem ich gewisse Dinge fördere und da ist die Aufgabe in der Moderation, indem ich diese Gruppe tatsächlich leite. Dann nehme ich jetzt meine Aufgabe noch einmal wahr. Ich versuche es nochmal zumindest. Ich hätte noch einen spannenden Themenkreis anzubieten. Ja, wir haben ja auch nur, also wir haben ein gewisses Zeitfenster. Aber das Schöne ist, wir sind im Internet, also man kann auch ein bisschen länger werden. Ich bin jetzt dankbar darum, dass Oliver den Punkt noch gemacht hat, denn das war nochmal ein sehr spannendes Thema. Gleichzeitig, um nochmal zusammenzufassen, was haben wir also heute gelernt? Das erste ist, also Eigeninitiative, glaube ich, da haben alle sehr stark genickt. Ich hatte sowieso den Eindruck, dass viele Nicker bei den anderen immer stattgefunden haben, wenn jemand geredet hat. Also der Dissens, der aus den Gesprächen herauskam, hat sich entweder heute etwas verflüchtigt oder er war nie da. Das finde ich ganz schön. Also dass mehr Konsens geherrscht hat, als eigentlich zwischen den Ausbildungswegen so vorher so ein bisschen auch scheinbar war. Und was ich noch gut finde, es ist deutlich geworden, dass für jeden Lebensstil und für jede Lebenslage etwas dabei ist. Ich glaube, es ist ganz klar geworden, wer hier für etwas stand und wer für etwas anderes stand. Und da gibt es bestimmt welche, die gesagt haben, nee, der ist es oder die ist es oder sonst wie. Und ich glaube, dass jemand, der momentan an dem Punkt steht und nicht genau weiß, was er machen oder sie machen soll und möchte, dass das jetzt möglich wäre anhand unseres Gesprächs. Da hoffe ich zumindest drauf. Ich bin dankbar für eure Rückmeldung, für eure Kommentare oder für eure Bewertungen. Schickt sie uns, hinterlasst sie uns unter diesem Beitrag, unter dem Video bei YouTube und auch neue Themen, Verbesserungsvorschläge, was wir sonst noch machen können. Lasst uns das wissen. Ich sage danke euch allen an die Runde, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche jetzt allen einen guten Weg in die Fotografie. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke dir. Tschüss. Danke auch. Danke. Tschüss.